möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Abend des Freiberger Forums. Dieser Abend soll unter dem Motto stehen, die deutsch-russischen Beziehungen und ihre Auswirkungen bis in die heutige Zeit. Es ist nicht ganz einfach, einen solchen Abend in den heutigen Zeiten zu gestalten. Sie sollten sich nicht wundern über die Demos vor dem Saal oder die erhöhten Security-Bedingungen. Es ist manchmal etwas komplizierter. Aber aus diesem Grunde möchte ich eigentlich als allererstes der Stadt Freiberg danken, der Stadtverwaltung, die es ermöglicht hat, dass wir heute Abend hier in diesem Festsaal sitzen. Das zweite ist mehr ein formaler Hinweis. Der Abend wird per Video aufgenommen. Es wird auch später mal auf der Website vom Freiberger Forum zu sehen sein. Wer nicht erscheinen möchte, den würde ich bitten, dort hinten rechts gibt es einen Sektor, der nicht im Bild erscheint, der müsste sich dann dort geben. Private Filmaufnahmen bitten wir zu unterlassen oder entsprechende Erlaubnisse einzuholen. Alles andere würde dann auf der Website zu sehen sein. Wir hatten uns so verständigt mit den beiden Vortragenden, Herrn Alexander Mitjukin von der russischen Botschaft, er ist Botschaftsrat in Berlin. Und Herrn Patrick Barb, schon etwas bekannter durch seine Auftritte in Sachsen. Dass beide einen kleinen Vortrag zu diesem Thema oder ihren Ansichten zu dem Thema halten und dass dann eine Diskussion eröffnet werden kann. Vielleicht zur Einstimmung. In diesen Tagen jährt sich ja zum zweiten Mal der Beginn des Krieges in der Ukraine. Für viele kam dieser Krieg überraschend. Wer aber die Weltpolitik aufmerksamer verfolgt hat in den letzten 2-3 Dekaden, wer die Politik und die Geschehnisse in der Ukraine seit dem Maidan-Putsch und den Übergriffen in Odessa im Jahr 2014 gesehen hat, den anschließenden Übernahme der Krim und den Bürgerkrieg in der Ostukraine, der Ausrufung von den Republiken Donetsk und Luhansk, er wird vielleicht etwas weniger von der Reaktion Russlands überrascht sein. Nichtsdestotrotz soll das kein Argument sein und auch keine Rechtfertigung für den Krieg. Krieg darf kein Mittel der Politik sein, denn im Krieg sterben Menschen, Zivilpersonen erleiden unsägliche Schwierigkeiten, Flucht bis hin zum Tod. Um einen Frieden zu erreichen, bedarf es einer Friedensformel, die beiden Seiten gerecht wird. Deshalb ist es meines Erachtens notwendig, dass man miteinander redet, dass man diskutiert und die Ursachen des Krieges untersucht. Nur dann kann es einen Frieden geben, der vielleicht auch von beiden Seiten eingehalten wird. Gemäß den schon im römischen Recht, auch im BGB verankerten Rechtsgrundsatz Audiatur et altera pars, das heißt zu Deutsch, man höre auch die andere Seite, haben wir uns als Verein Freiberger Forum heute die beiden kompetenten Vertreter aus Politik und Journalismus eingeladen und wollen anschließend diskutieren. Und wir hoffen, dass wir aus dieser Diskussion Argumente und eine Meinungsbildung für uns mitnehmen können, die es uns ermöglicht, sagen wir, die derzeitige Politik unserer Regierung oder auch die Politik in Europa besser einschätzen zu können. In diesem Sinne möchte ich als erstes Herrn Mitjulitin aus Berlin das Wort übergeben. Er wird zu Beziehungen zwischen Deutschland und Russland reden. Das ist vielleicht in Freiberg besonders, sag mal, bedeutsam, weil wir als Freiberg schon eine längere Beziehung, ich denke an Lomonossow, ich denke an Humboldt, der später in Russland gearbeitet hat,
Wir haben also von der Bergakademie aus sehr, sehr viele gute Beziehungen zwischen beiden Ländern aufgebaut und ausgehalten. In diesem Sinne bitte, möchte ich Ihnen das Wort geben. Dankeschön. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Vor allem danke ich den Organisatoren für die Einladung und Möglichkeit, hier zu sprechen. Mein Dank gilt auch Ihnen, liebes Publikum, für Ihr Interesse und dafür, dass Sie so zahlreich in diesem Saal zusammengekommen sind. Wie könnten wir alle draußen gesehen haben, sind wir schon als Kriegspropagandisten und Geschichtsrevisionisten diffamiert. Dieser Umstand bestätigt nochmals meine Überzeugung, dass eine außer Mainstream-Veranstaltung in heutigem Deutschland zu initiieren, einen gewissen Mut fordert. Im Einklang mit dem Veranstaltungstitel hat mein Vortrag logischerweise drei thematische Segmente. Block 1, Vergangenheit. Ich werde nicht tief in die Jahrhunderte gehen. Sie wissen nicht besser als ich die Anknüpfungspunkte ihrer Stadt zu Russland. Nur die jüngste Zeit. Diplomatische Beziehungen zwischen Russland und BRD bestehen seit dem September 1955. Im Dezember 1991 wurde die Russische Föderation als Fortsetzerstaat der Sowjetunion von der Bundesrepublik Deutschland anerkannt. Für alle aus der Sowjetzeit offenen wichtigen bilateralen Fragen und Problemen konnten Russland und Deutschland Lösungen finden. Erfüllt wurden unter anderem die Vereinbarungen über den Abzug der russischen Truppen von ehemaligen DDR-Gebiet. In diesem Jahr ist der 30. Jubiläum des Truppenabzugs, wie Sie wahrscheinlich wissen. In 30 Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges kaum einziges Land in Europa und insgesamt im sogenannten fernen Ausland hatte mit Russland die Beziehungen von so hoher Qualität, Intensivität und Breite wie Deutschland. Nehmen wir ein paar Illustrationen, zum Beispiel in der Politik. Seit Anfang der 90er Jahre gab es im Rahmen der gegenseitigen Staatsbesuchen oder am Rande der internationalen Versammlungen nur auf höchster Ebene, das heißt russischer Präsident, deutscher Kanzler oder Kanzlerin, über 100 Treffen. Die Zusammenarbeit zwischen Resorts, Parlamenten, Regionen beider Länder blühte im vollen Gang. Auf regionalen und kommunalen Ebene entstanden über 150 Partnerschaften. Auf verschiedenen Feldern wurde die Zusammenarbeit zwischen Museen, Bibliotheken, Theater, Musik und Bildungseinrichtungen sowie Künstler organisiert. Tausende von gemeinsamen Projekten, gemeinsamen Künstlertouren, Festivals. Dasselbe galt für den Bereich Wissenschaft, Technologien, Innovation, Bildung. Es gab auch etablierte und renommierte Plattformen für die Kommunikation und Zusammenarbeit der zivilen Gesellschaft beider Länder. Der Zeitraum von 2012 bis 2022 stand ganz im Zeichen deutsch-russischer Themenjahre. 2012-2013 wurden sie unter dem Motto «Gemeinsam die Zukunft gestalten» realisiert. 2014-2015 standen die russischen und deutschen Sprache und Literatur im Vordergrund. 2016-2017 der Jugendaustausch, 2017-18 regionale und kommunale Partnerschaften, 18-20 Hochschulkooperationen und Kooperation und Wissenschaft, 2022 Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung.
Ein ganz besonderes und erfolgreiches Kapitel war ohne Zweifel die wirtschaftlichen Beziehungen. Man reicht nur die stabile und zuverlässige Versorgung Deutschlands mit russischen Energieträgern über Jahrzehnte zu erwähnen, die entscheidend für den wirtschaftlichen Wohlstand der Bundesrepublik und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie war. Durch den Bau der Nord Stream-Leitungen, einschließlich der vollständigen Inbetriebnahme der Nord Stream 2 Pipeline, hätte Deutschland die Chance, sich zu einer führenden Drehscheibe in Europa zu entwickeln und seinen Energiebedarf nahezu vollständig zu decken. Etwa 3.700 deutsche Firmen waren zum Ende 2021 in Russland tätig. Wir hatten Dutzende Milliarden Dollars gegenseitigen Investitionen. Über 50 Milliarden Dollars war der Warenumtausch im Jahr 2021. Was haben wir heute? Die deutsch-russischen Beziehungen stellen aktuell ein tragisches Bild dar. Eigentlich sind sie de facto zerstört. Nach dem Start der Sondermilitäroperation Russlands in der Ukraine hat sich die jetzige Bundesregierung für den Weg entschieden, auf dem das umfangreiche Erbe der russisch-deutschen Beziehungen zunichte gemacht werden, kein Dialog mehr ist und keine Zusammenarbeit zum beiderseitigen Vorteil. In aller Öffentlichkeit wird erklärt, man wolle Russland eine strategische Niederlage zufügen, seine Wirtschaft zerfetzen und bis zu einem Machtumsturz provozieren. Man wolle die russische Führung am Anklagebank sehen, das besiegte Land aufs Knie stellen, die Bevölkerung Russlands Schuldgefühl aufzuzwingen und Reparationsforderungen zugunsten Ukraine legitimieren. Die deutsche Seite hat proaktiv das wirtschaftliche Fundament unserer Beziehungen zerstört, hat ihre Teilnahme an gemeinsamen Formaten, Projekten und Initiativen ausgesetzt, unter anderem im Bereich der Wissenschaft, Kultur, Jugend und Regionalaustausch. Es wurde allen Einrichtungen vom Bundes- bis zur Kommunalebene empfohlen, in Klammern, jegliche Kontakte mit offiziellen russischen Stellen und Vertretern zu stoppen. Berlin befindet sich auch unter den Spitzenreitern hinsichtlich der Anzahl ausgewiesener Diplomaten aus russischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen. Zum Beispiel verlassen über 70 Angehörige der Botschaft die Republik vorzeitig. Und das ohne ihre Familienmitglieder einzurechnen, von denen viele in der Konsularstelle, in Registraturen, im technischen Dienst, in der Schule und in der Betreuung beschäftigt waren. Beispiellos war der Beschluss des Auswärtigen Amts, seine Zustimmung zum Betrieb vierer von fünf Generalkonsulaten Russlands zurücknehmen. Geschlossen wurde unsere Konsularstandorte in Hamburg, Leipzig, München und Frankfurt am Main. Das Konsulat in Leipzig war das älteste auf dem deutschen Boden. Berlin steht auch an der Spitze des EU-Sanktionsdiktats. Auf nationaler Ebene führt es zusätzliche Beschränkungen ein und zögert gleichzeitig nicht, dem Grundsatz der Unverletzlichkeit des Privateigentums grob zu verletzen. Das zeigt sich in der unrechtmäßigen Verstaatlichung von Vermögenswerten mehreren russischen Wirtschaftsbeteiliger und der Beschlagnahme von Vermögenswerten derjenigen, die auf persönlichen Sanktionslisten stehen. Wie Sie sicher wissen, wurde schon Gazprom Germania GmbH enteignet. An der Reihe sind gerade jetzt die deutschen Tochterfirmen von russischen Ölproduzent Rosneft, Rosneft Deutschland GmbH und Rosneft Refining Marketing GmbH. Diese Firmen sind bis zum 10. März dieses Jahres unter externen Verwaltung, stehen unter
externen Verwaltung. Und jetzt geht diese Diskussion um die Nationalisierung auch. Die Gesamtsumme der eingefrorenen russischen Aktiven in Deutschland beträgt ca. 6 Milliarden Euro. Infolgedessen ist die Vertretung russischer Unternehmer in Deutschland erheblich geschrumpft und im großen Marktsegment fast völlig verschwunden. Die deutschen Behörden üben einen beispiellosen öffentlichen Druck auf die Wirtschaft und der Wirtschaftssektor in Deutschland aus, alle Kooperationsprogramme mit Russland abzubrechen und den russischen Markt ohne Rücksicht auf Verluste zu verlassen. Die pragmatischen deutschen Unternehmen wollen sich jedoch nicht aus Russland zurückziehen, denn sie verstehen, dass ihre frei gewordene Nische Konkurrenten besetzen werden. Obwohl der Druck sehr hoch ist, haben einigen Experten zufolge nicht mehr als 5 bis 10% der in Russland tätigen Unternehmen das Land endgültig verlassen. Inoffiziell sagen viele deutsche gezwungenen Unternehmer, die Hoffnung auf die Wiederherstellung der Zusammenarbeit nach der Normalisierung der Situation aus. Sie versuchen auch in den Verträgen über die Aktivübergabe an das russische Management das Rückkaufrecht zu verankern. Der bilaterale Handel ist um Vielfaches eingebrochen, insbesondere bei den russischen Waren- und Rohstofflieferungen. Im Jahre 2022 hat Berlin auf Kohle- und Öllieferungen aus Russland sowie auf russische Ölprodukte verzichtet. Es wurde angekündigt, dass bis 2024 kein russisches Gas mehr importiert werden soll. Als Folge ging der Warenumsatz im Zeitraum Januar-Oktober 2023 auf 10 Milliarden Euro zurück. Das ist fast 5-mal weniger, ja. Diese Entwicklung haben wir uns jedoch nicht ausgesucht. Es war die Entscheidung von Berlin, die bilaterale Zusammenarbeit in diesem Bereich zu beenden. Dahinter steckt keine wirtschaftliche Logik, es geht nur um die Politik, deren Folgen die deutsche Wirtschaft und die Bevölkerung zu spüren bekommt. Um eine wertebasierte Ideologie, die anstelle von günstiger Energie aus Russland angeboten wird. In letzter Zeit äußern einige Politiker und deutsche Unternehmer die Forderung nach der Wiederherstellung der zerstörten Gasleitungen. Doch diese Appelle finden praktisch kein Gehör. Die Waffenlieferungen ist noch ein brisantes Thema. Erstmal seit 80 Jahren werden die Russen wieder mit den deutschen Waffen getötet. Das Kiewer Regime wird aus Berlin massiv unterstützt, unter anderem mit modernen Waffensystemen und Kriegsgerät. Zugunsten dessen wurde das jahrzehntelange Vorgehen der Bundesrepublik geändert, Rüstungsgüter in Konfliktzonen nicht zu liefern. Die meisten Tabus, die für Deutschland einst unantastbar waren, wurden mittlerweile gebrochen. Die Liste der militärischen Lieferungen an Kiew ist sehr breit gefächert und umfasst Luftverteidigung und Flugabwehrsysteme, Artillerie, schwere Panzer und Raketenwerfer. Eigentlich nimmt Deutschland an einem Stellvertreterkrieg der NATO gegenüber Russland teil. Derzeit beobachten wir keine Versuche, die extrem gefährliche Politik zu überdenken, die in eine Sackgasse führt und im Widerspruch zu den deutschen nationalen Interessen steht. Umgekehrt mehren sich unverantwortliche Aussagen einiger deutscher Politiker, man müsse sich auf den Krieg mit Russland vorbereiten, wenn nicht jetzt, dann perspektivisch. Wir verurteilen entscheidend derlei Rhetorik, die nur zur weiteren Eskalation führt. Diese Rhetorik ist auch dadurch inakzeptabel, weil unsere Länder auf privater Ebene auch sehr eng verbunden sind. Man darf nicht vergessen, dass heute in Deutschland etwa 5 Millionen Russen und russisch sprechenden Leuten leben. Die meisten von denen enge Verwandtschaften und Freundschaften in Russland haben. Die Aufrufe zur Kriegsbereitschaft mit Russland sind in diesem Kontext nicht was anderes als Aufrufe zum Bürgerkrieg.
zum Brüderkrieg. Allem Anschein nach erodiert die Politik der Nachkriegsversöhnung unserer Völker. Die Reden über die Anerkennung der historischen Verantwortung sind immer weniger mit realen Handlungen in Bezug auf Russland bekräftigt. Es tut mir weh, das alles zu sagen, vor allem in dem Wissen, wie viel Mühe ganze Generationen von Russland und Deutschland darin investiert haben. Zum Glück funktioniert noch ordentlich die Fürsorge der sowjetischen Kriegsgräber. An diesem Punkt möchte ich besonders betonen, dass die sowjetische Kriegsgräberstätten in Sachsen einen sehr guten Zustand im gesamtdeutschen Vergleich haben. Ich danke dafür recht herzlich, das schätzen wir sehr hoch. Der Block 3, die Perspektiven, ist der schwierigste Teil, denke ich. Unsere Länder bleiben Nachbarn und es ist sicher nicht in unseren Kräften, eine Koexistenz nicht zu vermeiden. Ohne Zweifel, es liegt völlig an uns beiden, was für eine Art Koexistenz wir neu schaffen werden. Russland hat von Deutschland sowie von anderen westlichen Ländern nie abgewendet und steht für freundliche und gegenseitig vorteilhafte Beziehungen. Wir sind offen für einen Dialog auf der Augenhöhe. Das bedeutet unter anderem auch die Akzeptanz unserer berechtigten Interessen von allem im Sicherheitsbereich. Gerade die jahrzehntelange Ignoranz dieser berechtigten Interessen führte zum heutigen Konflikt in der Ukraine. Erst nachdem dieses Bewusstsein zu einem politischen und gesellschaftlichen Mainstream in Deutschland wird, können die Voraussetzungen zur Wiederherstellung der russisch-deutschen Beziehungen entstanden. Man kann sicher sagen, dass der Neuanfang der russisch-deutschen Beziehungen auf eine andere, meiner Meinung nach, mehr gesunde Basis stattfinden wird. Russland hat sich von vielen Illusionen befreit. In unseren Augen hat der kollektive Westen mit seiner Doppelstandardpolitik sich selbst total diskreditiert. Das neue Selbstbewusst wurde in der vor kurzem aktualisierte Konzept der Außenpolitik der Russischen Föderation verfasst. Ich zitiere: Die mehr als tausendjährige Erfahrung unabhängiger Staatlichkeit, das kulturelle Erbe der vergangenen Epochen, die tiefen historischen Bindungen zur traditionellen europäischen Kultur und zu anderen Kulturen Eurasiens sowie die im Laufe vieler Jahrhunderte entwickelte Fähigkeit, ein harmonisches Zusammenleben verschiedener Völker, ethnischer, religiöser und sprachlicher Gruppen auf einem Territorium zu gewährleisten, bestimmen die besondere Lage Russlands als einer einzigartigen Staatszivilisation, einer großen eurasischen und europazifischen Macht, die das russische Volk und andere Völker, die kulturelle und zivilisatorische Gemeinschaft der russischen Welt binden, zusammenführt. In Bezug auf die europäischen Länder kann man in diesem Dokument Folgendes lesen: Die objektiven Voraussetzungen für die Bildung eines neuen Modells der Zusammenlebens mit den europäischen Staaten sind geografische Nähe und historisch tiefen kulturellen, humanitären und wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den Völkern und Staaten des europäischen Teils von Eurasien. Der Hauptfaktor, der die Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und europäischen Staaten erschwert, ist der strategische Kurs der USA und ihrer einzelnen Verbündeten, der darauf abzielt, die Trennlinien in der europäischen Region zu ziehen und zu vertiefen, um die Wettbewerbsfähigkeit von russischen und europäischen Wirtschaft zu schwächen und zu untergraben, die Souveränität der europäischen Staaten einzuschränken und die globale Dominanz der USA zu sichern. Die Erkenntnis europäischen Staaten, dass es keine Alternative zu einer friedlichen Koexistenz und einer für beide Seiten vorteilhaften, gleichberechtigten Zusammenarbeit mit Russland gibt, sowie die Stärken ihrer außenpolitischen Unabhängigkeit und der Übergang zu einer Politik der guten Nachbarschaft mit der Russischen Föderation,
würden sich positiv auf die Sicherheit und das Wohlergehen der europäischen Region auswirken und den europäischen Staaten helfen, ihren rechtmäßigen Platz in der großen eurasischen Partnerschaft und in einer multipolaren Welt einzunehmen. Wann passiert der Neuanfang, ist schwierig vorherzusagen. Die heutige deutsche Realität gibt wenig Optimismus eigentlich. Mit einer Normalisierung der Situation ist in absehbarer Zeit eher nicht zu rechnen. Doch es gibt die Grundlage für eine Hoffnung. Vor allem schafft diese Grundlage einen wesentlichen Teil der deutschen Bevölkerung, der trotz einer massiven antirussischen Propaganda und Gehirnwäsche die gute Beziehungen mit unserem Land nicht reißen will. Die große Anzahl der Befürworter der Freundschaft und Partnerschaft mit Russland in Ostdeutschland ist für mich kein Wunder. Die Menschen hier haben gute Erfahrungen und kennen gut die Russen noch seit der DDR-Zeit. Dadurch sind sie weniger für die russophobische Schreckenmärchen anfällig. Die Hoffnung schenken die 90% deutschen Mittel- und Kleinunternehmen, die dem politischen und medialen Druck entgegen in Russland geblieben sind. Die Hoffnung schenken kleine und echt unabhängige Vereine, die weiter die Kontakte mit russischen Partnern pflegen und versuchen, die gemeinsamen Projekte durchzuführen. Ein Beispiel dafür finden Sie in diesem Prospekt, der ich mitgebracht habe, der liegt da hinten. Es geht um eine zivilgesellschaftliche Konferenz in Kaliningrad, ehemaliger Königsberg, zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant. Diese Konferenz findet am 21. und 24. April dieses Jahres statt. Die Hoffnung schenkt die wachsende Unterstützung seitens der Bevölkerung, der oppositionellen politischen Kräfte in Deutschland, die eine klare Haltung gegen der Eskalation und für die Wiederbelebung der Beziehungen mit Russland haben. Die Hoffnung schenken ehrliche Journalisten und echt unabhängige Medien, die keine Propaganda betreiben, sondern eine professionelle Journalistik machen. Zuletzt, die Hoffnung schenken Leute, die scheuen nicht, den Menschen die Möglichkeit zu geben, alternative Meinungen zu hören und eigenen Standpunkt herauszufinden. Bei dieser Hoffnungsnote mache ich meinen Schluss. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag. Einen wesentlichen Gesichtspunkt, den haben Sie genannt, ist die mediale Verbreitung von Kenntnissen und Ansichten aus Russland. Das hat in den letzten Jahren ganz stark abgenommen, ist tendenziell eingefärbt und viele Leute, die nicht die Vorkenntnisse haben oder sich länger damit beschäftigt haben, haben zum Teil ein sehr verzerrtes Bild von dem heutigen Russland. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir heute Abend auch einen anderen Vortrag hören können. Wir haben im vergangenen Jahr an dieser Stelle schon Herrn Mayen begrüßt. Mit ihm wurde damals über Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und die Einschränkung und Einkürzung der medialen Vielfalt diskutiert. Ich möchte deshalb heute Herrn Patrick Barth begrüßen. Er ist seit über 45 Jahren Journalist, hat mal im Saarland angefangen, ist dann über viele Auslandskorrespondenten Tätigkeiten in Ländern, in denen ich auch mal tätig war, aber das nur nebenbei, letztendlich zu einem Buch gekommen, das aus einem Besuch an beiden Fronten, der ukrainischen und der russischen Front her, vorgegangen ist und das ihm auch viele Anfeindungen in Deutschland zugezogen hat. Deshalb möchte ich Sie jetzt bitten, zu diesen Punkten vielleicht uns etwas zu erzählen. Ja, vielen Dank. Guten Abend.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn die Presse ihre Arbeit gemacht hätte, wäre es wahrscheinlich zum Krieg in der Ukraine nicht gekommen. Deshalb versuche ich heute zu erklären, warum sie ihre Arbeit nach wie vor nicht macht. In diesem Punkt traue ich mir ein Urteil zu. Länger als 40 Jahre war ich Redaktions- und Anstaltsinsasse. Bei Alternativzeitungen, Magazinen, Tageszeitungen, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in Hörfunk, Fernsehen und Online-Redaktionen. Ich kenne meine Kollegen. Der Beruf prägt ja den Menschen. Sein Denken, sein Fühlen. Ich habe dieselbe Deformation professionell, wie die Franzosen sagen. Ich bin sie. Am 28. September 2022 wird unser Hotel Park Inn in Donezk beschossen. Eine Artilleriegranate fliegt knapp an unseren Zimmern im 5. Stock vorbei und explodiert auf dem Parkplatz. Die Druckwelle fegt durch die Lobby, zerstört die Glasfront und das Mobiliar. Die Frauen am Empfang überleben, weil sie hinter einem Pfosten standen. Bis zum 4. Stock hinauf bersten alle Scheiben. Wir hatten das Gebäude gerade verlassen und kommen mit heiler Haut davon. Dieses Ereignis zeigt wie unter einem Brennglas die Dimensionen des Krieges, aber auch die Transformation der Presse. Zu diesen Dimensionen des Krieges zähle ich einmal die militärische Seite, das ist ja klar, alles was geschieht auf dem Gefechtsfeld und dahinter. Zum zweiten der Wirtschaftskrieg gegen Russland und zum dritten der Propagandakrieg. Die drei Ebenen gehören zusammen, sie interferieren, sie verstärken sich gegenseitig und die Medien sind Teil davon. Die Granate, soweit zur militärischen Dimension, die vor dem Hotel explodierte, kam aus Mariinka, einem Vorort südwestlich von Donezk. Dort gibt es bis heute schwere Kämpfe. Die Russen versuchen, dieses Gebiet zu umfassen. Die ukrainische Seite hat den Vorort Mariinka schwer verbunkert, sodass das im Grunde ein Stellungskampf ist, bei dem sich allerdings die Ukrainer stärker als die russische Seite zerreiben. Und zwar deswegen, weil die russische Seite eine mindestens 5, an dieser Stelle etwa 10-fache Artillerieüberlegenheit hat und 2/3 bis 3/4 der Gefallenen an der Front gehen auf Raketen-, Artillerie- und Drohnenbeschuss zurück. Das muss man wissen. Keine der beiden Seiten weicht zurück. Putin strebt einen Sicherheitspuffer in der Ukraine an. Er möchte keine amerikanischen Atomraketen vor seiner Nase haben und einen neutralen Staat in seiner Nachbarschaft. Ich komme darauf zurück. Auch die NATO weicht nicht zurück, denn ihre Führungsmacht, die USA, wollen einen Stellvertreterkrieg führen, um die russische Seite zu schwächen, Russland einzudämmen und Profite in der Rüstungsindustrie zu generieren, schließlich einen Regimewechsel in Moskau auszulösen, um sich dann dem Hauptgegner China zuzuwenden. Europa spalten, insbesondere Deutschland, von seiner Energieversorgung abzuschneiden und wirtschaftlich zu schwächen. Die Europäer tiefer in diesen Krieg hineinzuziehen, denn es soll kein amerikanisches Blut fließen. Und sie wollen die Europäische Union über die Achse Washington, Vilnius, Warschau, Kiew spalten, um ihre Dominanz auch über Europa aufrechtzuerhalten. Für beide Seiten geht die Rechnung nicht ganz auf. Russland hat sich zunächst militärisch verschätzt, doch gewinnt inzwischen zunächst einmal die Oberhand. Der Westen droht, den Stellvertreterkrieg zu verlieren. Ich gehe davon aus, dass die NATO darüber entscheiden wird, im Laufe des Jahres mit eigenen Kräften stärker reinzugehen. Zum Wirtschaftskrieg. Auch hier muss man sagen, dass die Rechnung, die die Außenministerin Annalena Baerbock mit dem Satz umschrieben hat, diese Sanktionen werden Russland ruinieren, nicht aufgeht. Die deutsche Wirtschaft ist geschwächt und versinkt in Agonie. Betriebe wandern ab, wie beispielsweise der große Konzern Linde. Die Fertigung lässt sich mit den gegenwärtigen Energiepreisen nicht profitabel darstellen. Gleichzeitig wächst die russische Wirtschaft. Die Weltbank erwartet ein Wachstum von 2,6% im laufenden Jahr. Das heißt, Russland zeigt sich hier
erstaunlich resilient. Insgesamt hat die Europäische Union, hat der kollektive Westen 12 Sanktionspakete gegen Russland verhängt, deren Wirkung im besten Falle auch nach Angaben der Bundesregierung bescheiden ist. Die Bundesregierung sagt, es liegen uns keine Angaben über die Wirkung der Sanktionen vor. Das bedeutet, das eigene politische Handeln wurde in keiner Weise evaluiert. Also normalerweise macht man das so. Da lässt man sich von Wissenschaftlern ein Szenario machen, positive Sache, negative Sache und irgendwas in der Mitte. Und dann wägt man die Entscheidungen ab. Auch all das hat nicht stattgefunden. Kommen wir zum Propagandakrieg, um den es ja heute Abend geht, der mein Thema ist, der aber mit diesen beiden anderen Ebenen des Krieges zusammenhängt. Und zwar deswegen, je weiter die russischen Truppen vorrücken, je größer der Druck auf dem Gefechtsfeld wird, je mehr Europa wirtschaftlich zurückfällt, desto aggressiver wird die Propaganda. Und desto stärker schalten sich die ideologischen Apparate und damit auch die Kriegstreiber in den Medien auf Trommelfeuer. Darin zeigt sich, die Medien sind keine neutralen Beobachter. Sie haben eine Funktion in diesem System. Und diese Funktion ordnet sich der Staatsräson unter. Das ist im Übrigen in Russland nicht anders, aber das macht es nicht besser. Wie Medien funktionieren im digitalen Kapitalismus und wie sie mit der militärischen und wirtschaftlichen Ebene interferieren, das will ich erläutern. Zunächst einmal möchte ich sagen, der Staat ist nicht neutral. Der Staat sichert gegenwärtigen Kräfteverhältnisse ab und vor allem das Funktionieren der marktwirtschaftlichen Ordnung. Er sorgt dafür, dass die Investoren stabile rechtliche und politische Rahmenbedingungen vorfinden und die Menschen der marktwirtschaftlichen Ordnung Gefolgschaft leisten. Also, dass es nicht zu Legitimationskrisen oder zu Unruhen kommt. Das kann man auf zweierlei Weise tun. Mit Zwang, mit Polizei, Militär und Justiz. Geschickter ist es aber, Legitimation und Gefolgschaft über ideologische Apparate zu erzielen. Dazu zähle ich Schulen, Universitäten, Kirchen, sogenannte Nichtregierungsorganisationen, supranationale Organisationen wie die EU, aber eben auch die Medien. Alle diese Organisationen wirken zusammen in einem Richtungssinn und verstärken sich. Dahinter wiederum stehen staatliche, manchmal auch geheimdienstliche oder transatlantische Finanzgeber und Akteure. Und so erreichen sie ihre Wirkmacht. Das Beispiel Schule. Ein Freund von mir hat einen Sohn, der hat Abitur gemacht im Leistungsfach Geschichte und dachte sich als Schwerpunktthema aus die Stalin-Note von 1952. Da sagte der Pauker zu ihm, aber russische Literatur darfst du nicht benutzen. Und damit ist die Hälfte der Forschung schon weg. Das Beispiel Hochschule. Die Propagandaabteilung der ukrainisch-deutschen historischen Kommission in Gestalt von Frau Dr. Wendland und Professor Vulpius haben gegen meine Lesung in Kamenz mobil gemacht und die örtliche Presse auf Zinne gebracht. Und dabei haben sie im Grunde genommen nur versucht, Propagandanarrative, wie das so neudeutsch heißt, also die Geschichte umzubauen, umzulügen im Sinne der Zelensky-Regierung und der NATO. Ich komme darauf zurück noch. Dieses Denken geht zurück auf das identitäre Denken, das den historisch-kritischen Ansatz weitgehend ersetzt hat. Identitäres Denken bezieht sich auf angeblich bestimmte politische und soziale Gruppen oder Werte, gibt Bekenntnis zu diesen Gruppen dem Vorrang vor Erkenntnis. Dies ist direkt gerichtet gegen die Universalität der Vernunft und das Denken der Aufklärung. Das identitäre Denken ist ein Freund-Feind-Denken, wie da draußen, auf dem die gesamte aktuelle deutsche Sicherheitsdebatte beruht. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Das Kernaxiom ist, die Russen sind die Bösen. Die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges wird ausgeblendet und damit der Tatanteil des Westens. Jede friedliche Lösung wird ausgeschlossen. Damit wird das Friedensgebot des Grundgesetzes missachtet. Ziel ist, die Bevölkerung mit angeblichen Bedrohungsszenarien kriegsbereit zu machen. Jahre der Entspannungspolitik wären als Jahre großer politischer und strategischer Blindheit dargestellt. Das identitäre Denken ist ein ausgrenzendes Denken. Es schafft ein Klima der Angst. Es geht darum, bestimmte
unliebsame Personen, Dissidenten, die von der staatlichen Linie abweichen, aus dem Debattenraum auszusperren. Das identitäre Denken ist ein antidemokratisches Denken. Wir haben es hier zu tun mit einer systematischen Unterwerfung der Universitäten. Das Beispiel Kirche. Immer schwieriger wird es für Leute wie mich, von der Kirche Räume zu bekommen. Es ist bewundernswert, wie in Herzogenrath in der Nähe von Aachen, dass ein protestantischer und ein katholischer Pastor sich zusammengetan haben und gemeinsam mit mir diskutiert haben. Inzwischen predigen Pastoren ihren Schäfchen von der Kanzel herunter Waffenlieferungen. Es fehlt nur noch, dass sie Marschflugkörper segnen. Das Beispiel Nichtregierungsorganisationen. Das sind nur sogenannte Nichtregierungsorganisationen, weil sie häufig staatlich alimentiert und finanziert werden, wie beispielsweise Fake Observers, eine Organisation, die Gelder vom Bundesaußenministerium und der EU erhält und die Abweichler von der staatlichen Linie an den Pranger stellt. Ich gehe gerichtlich dagegen vor. Mal gucken, was dabei herauskommt. Das Beispiel supranationale Organisationen. Die Europäische Kommission erlässt mit dem Digital Services Act ein Zensurgesetz, das unter Umgehung von Artikel 5 Grundgesetz Plattformbetreiber wie YouTube oder Facebook zwingt, Desinformation zu unterdrücken. Nur, wer bestimmt, was Desinformation ist? Frau von der Leyen? Das ist nichts anderes als die Privatisierung der Zensur. Zu diesen ideologischen Staatsapparaten zähle ich auch die Medien, auch da, wo es sich um nichtstaatliche Akteure handelt. Gegenüber dissidentischen Positionen, die von der staatlichen Linie abweichen, entfalten sie nämlich einen regelrechten Killerinstinkt. Das hat viel zu tun mit den Arbeitsbeziehungen in den Medien, dem Geschehen in Redaktionen, der Übermacht der Public Relations, aber auch der Digitalisierung und den Eigentumsverhältnissen. Wegen meiner Recherchen während der Referenden in den russisch besetzten Gebieten des Donbass hat man mich als Wahlbeobachter Putins bezeichnet. Auch ein NDR-Redakteur mischt mit. Sie merken, man wählt eine Formulierung, die nicht justiziabel ist. Ein einziger Anruf bei der zuständigen Zivilkammer in Moskau hätte ergeben, dass ich kein Wahlbeobachter war. Auch ein Blick auf die Website hätte genügt. Dort sind die Wahlbeobachter genannt. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, zu skandalisieren, zu denunzieren und beruflich zu diskreditieren. Ein Blick hinter die Kulissen Hill, nach dem Motto Follow the Money. T-Online, die das gemacht haben, gehört zum Ströer-Konzern. Das ist ein werbetreibendes Unternehmen. Die Werbeflächen nutzt vor allem der Bund, die Länder, die Gemeinden, also der Staat. Damit ist der Staat Großkunde von T-Online. Anders ausgedrückt, T-Online ist wirtschaftlich zumindest teilweise von der Bundesregierung abhängig. Da liegt es nahe, dem wichtigsten Kunden einen Gefallen zu tun, indem man Dissidenten fertig macht, sodass sie ihren Job verlieren. Der Verdacht liegt nahe, dass T-Online von Regierungsstellen oder gar Geheimdiensten auf Dissidenten angesetzt wird. Presseerzeugnisse, meine Damen und Herren, haben einen Doppelcharakter. Sie sind Kulturgut einerseits, aber auch Wirtschaftsgut. Das heißt, mit Informationen wird Geld verdient. Man muss kein Philosoph sein, um zu wissen, dass beides oft im Konflikt liegt. Der Verleger will Auflage, das Management Quote und damit Werbeerlöse und Rendite. Der Journalist recherchiert und braucht Platz für seine Inhalte. So war es bisher oder vielmehr so sollte es sein. Doch schon dies scheitert an der Realität. Wer das Geld gibt, hat das Sagen. Im Pressewesen gibt es nämlich das sogenannte Verlegerprivileg. Der Eigentümer darf die redaktionelle Linie bestimmen. Ein Redakteur, der sich nicht identifiziert mit der Redaktionslinie, darf gehen, denn Presseorgane sind Tendenzbetriebe. Das nennt man Tendenzschutz. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist die Staatsferne der Berichterstattung allein schon deswegen schwierig, weil die wichtigsten Führungskräfte, die außertariflich bezahlt werden, befristete Verträge haben. Und über diese Verträge oder ihre Verlängerung entscheidet der Rundfunkrat auf Vorschlag des Verwaltungsrates. Und was glauben Sie, wer da sitzt? Paul Sethe, ein konservativer Publizist, 1965. Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Da haben wir es doch.
Das führt mich zu den Arbeitsbedingungen. Ich war 15 Jahre lang freier Mitarbeiter bei Zeitungen und Zeitschriften, Radio und Fernsehen. Bin hier nicht sachfremd. Der rasende Reporter, da sitzt er, der nach Zeilen oder Sendeminuten bezahlt wird. Das bin ich. Ein freier Mitarbeiter, wie ich es war, wird seinem Chef dreimal hintereinander ein Thema anbieten, das der nicht haben will. Er schreibt ein Exposé und recherchiert. Der Redakteur sagt, na, das Thema läuft nicht. Er versteht nicht genau, warum, aber beim nächsten Mal ist er vorsichtig geworden und erklärt das Thema vorher mit dem Chef ab. Es wird ihm gesagt, naja, bei dem Thema bist du besser zurückhaltend. Beim dritten Mal denkt er über eine Recherche nach, hält es aber für besser, den Redakteur gar nicht damit zu belästigen. Beim vierten Mal entscheidet er sich gleich gegen das Thema, denn am Monatsende muss er seine Miete überweisen. So einfach ist das. Damit hat er es begriffen. Er bekommt Stücklohn. Freie Mitarbeit, Zeitverträge, in der Summe unsichere Beschäftigungsverhältnisse bewirken Selbstzensur. Dazu kommt der Spardruck in den Redaktionen. So erzwingt auch der Stellenabbau vorauseilenden Gehorsam. Denn am Ende erhalten jene eine Vertragsverlängerung oder eine Entfristung, die sich besonders geschmeidig zeigen. Jeder, der einmal in Redaktionen tätig war, weiß genau, wie subtil dieser Anpassungsprozess läuft. Er besteht weniger darin, sich bewusst anzupassen, hier und da mal einen kleinen Kompromiss, sondern vielmehr darin, dass bereits der freie Mitarbeiter die Denkweise und die Auswahlkriterien seiner Chefs internalisiert, weil er sonst wirtschaftlich nicht überleben kann. Nichts anderes ist vorauseilender Gehorsam. Und das sehen die Betroffenen gar nicht so sehr selbst. Wie Upton Sinclair, der amerikanische Schriftsteller, 1934 geschrieben hat, es ist schwer, einen Menschen von etwas zu überzeugen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht. Im Ergebnis heißt das, innere Pressefreiheit existiert nicht. Redaktionen werden häufig zu Soziotopen perfekter Untertanenmentalität. Pressefreiheit ist, um eine Formulierung von Hegel zu bemühen, die Furie des Verschwindens. Dabei kann man gar nicht sagen, dass Helden von den Journalistenschulen kommen. Die führenden Journalistenschulen in Deutschland sind private Einrichtungen und stehen Verlagen oder Sendern nahe. Schon hier werden die passenden Verhaltensmuster und Einstellungen sozialisiert, die eine spätere, passgenaue Verwendung in den Redaktionen sicherstellen. Die Ausbildungswege sind lang und teuer. Erforderlich sind oft mehrere unbezahlte Praktika in Städten fernab des Studienortes. Das kostet Geld, das kinderarme Leute nicht haben. Und läuft in den Semesterferien, wenn Studenten mit knapper Kasse arbeiten müssen. Die Folge ist, dass in den Redaktionen meist Kinder des gehobenen Bürgertums landen, Söhne und Töchter von Ärzten, leitenden Beamten, Managern. Der journalistische Nachwuchs rekrutiert sich aus Milieus, in denen es keine soziale Not, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit oder Wohnungsnot gibt. Die Folge? Diese Fragen treten in der Berichterstattung in den Hintergrund. Sie prägen einfach nicht das Denken der Redakteure. Und das ist auch eine Form indirekter Zensur, obwohl es gar keine staatlich gelenkte Presse gibt. Zensur bedeutet in diesem Falle, dass bestimmte Perspektiven, Meinungen, Themen und Informationen bewusst oder unbewusst ausgesondert werden, weil sie nicht den weltanschaulichen Kriterien der besseren Gesellschaft entsprechen. Die Folge ist eine Synchronisierung der Berichterstattung. Der Soziologe Pierre Bourdieu weist darauf hin, dass junge Menschen aus diesem gehobenen Bürgertum eine Gemeinsamkeit haben. Gemeinsamer Nenner ist die Disposition zur Anpassung, die sich an Autoritäten und bewährte Verhaltensmuster klammert und auf politischem Gebiet sich als respektvoller Konformismus präsentiert. Zivilcourage ist in diesem Milieu nicht zu erwarten. Der bürgerliche Journalist ist ein Meister der Anpassung. Aber zugleich spricht er in Sonntagsreden von unerschütterlicher Wahrheitssuche und der unerschrockenen vierten Gewalt. Zu diesem Habitus zählt auch der unausgesprochene Blick auf Eigennutz. Journalisten aus dem gehobenen Bürgertum dürfen vielfach hoffen, den Aktienfonds der Eltern einmal zu erben. Rosa Luxemburg hat geschrieben, die Dividenden steigen, die Proletarier fallen im Krieg. Das ist doch heute noch richtig.
Charakteristisch ist, dass diese Generation der Erben in den Redaktionen sich ausrechnen kann, nicht an der Front zu landen. Sie müssen nicht hin. Deshalb sind sie für den Krieg. Während der Aktienkurs ihres Erbes steigt, predigen sie, wir müssen den Ukrainern gegen den schlechter Putin helfen. Damit kaschieren sie ihr eigenes pekuniäres Interesse. Ich komme zur Übermacht der PR. Seit fast 5 Jahrzehnten erlebe ich in Redaktionen Sparrunden. Gleichzeitig rüsten die Public Relations Abteilungen der Unternehmen auf. Das hat Folgen. Während Journalismus im öffentlichen Interesse betrieben werden sollte, wird Öffentlichkeitsarbeit betrieben mit dem Ziel, Partialinteressen durchzusetzen. Damit folgt PR grundsätzlich anderen Interessen als der Journalismus. Der Punkt ist, als Journalist hätte ich nie einen Zweifel daran gehabt, dass die Public Relations der Feind ist. Und dabei sticht die wachsende Übermacht ins Auge. Kamen in den Vereinigten Staaten vor 30 Jahren, 2 PR-Mitarbeiter auf einen Journalisten, so waren es 2011 schon 4. Und derzeit wird das Verhältnis auf mindestens 6:1 geschätzt. Tendenz steigend. Der Krise des Journalismus steht ein Überfluss an ungefilterter Information gegenüber. Dabei wird es natürlich immer schwerer, gegensätzliche Behauptungen zu prüfen, unterschiedliche Interessen zu berücksichtigen, Sachverstand heranzuziehen. Dafür fehlt am Ende Zeit und Personal. So werden vorgefertigte Meinungen, Videomaterial ungefiltert weiterverbreitet. Gesponserte Inhalte ungekennzeichnet verwendet. So stellt auch die NATO auf ihrer Seite Inhalte und Interviews zum Download bereit. Die Brandmauer zwischen Werbung und Inhalten wird brüchig. Dazu kommt, einer schreibt vom anderen ab. Dazu kommt noch die Dominanz der Nachrichtenagenturen, was dazu führt, dass vieles einfach aus dem, was man im Internet findet oder was die Agenturen anbieten, kompiliert. Der Redakteur arbeitet überwiegend am Schreibtisch, ist auf das angewiesen, was seine Online-Quellen anliefern. Aber dort findet er eben nur, was andere nach ihren Überlegungen und Interessen hochgeladen haben. Das Internet ist ein Filter, der aussieht wie ein Fenster. Er kann die Realitätsprobe nicht ersetzen. Diese Machtverschiebung hat direkte Konsequenzen für die demokratische Öffentlichkeit und die Meinungsbildung in der Demokratie, weil die Fundamente faktengestützter Kontrolle der Machteliten untergraben werden. Meine Damen und Herren, allein für das Pentagon arbeiten 27.000 PR-Spezialisten mit einem Jahresbudget von $5 Milliarden. Sie beeinflussen Agenturen mit gezielten Nachrichten, Fernsehspots, Rundfunkinterviews. Und wir reden hier noch nicht von der CIA, dem Foreign Office, der NATO und den PR-Abteilungen der Rüstungsindustrie. Ihr aller Ziel ist es, wie ein internes NATO-Papier ausführt, die Tiefenindoktrination umzusetzen. In einer NATO-Studie heißt es dazu, Cognitive Warfare zielt darauf ab, jeden Menschen als Waffe einzusetzen. Die kognitive Kriegsführung ist nicht nur ein Angriff auf das, was wir denken, sondern auch ein Angriff auf die Art und Weise, wie wir denken, wie wir Informationen verarbeiten, wie wir sie umsetzen. Der Verstand soll gefügig gemacht werden. Das Gehirn, so schreibt die Studie ganz offen, wird das Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts. Dieser Angriff aufs Gehirn wird in den Medien transportiert von Chefredakteuren und Ressortleitern, die die Vorgaben machen. Transatlantische Seilschaften durchziehen das gesamte journalistische Feld und haben es fest im Griff. Auf allen Ebenen finden sich Jungredakteure oder Altvordere, die sich dem German Marshall Fund, dem Center on the United States and Europe, der Brookings Institution, den Stiftungen des Milliardärs George Soros und anderen transatlantischen Organisationen verpflichtet sehen. Das zeigt, wo die eigentlichen Drahtzieher der Zensuröffentlichkeit sitzen. Damit ist gar nicht gemeint, dass die Akteure Anweisungen bekommen. Vielmehr belegt die Eilfertigkeit ihres Handelns, dass sie sich selbst in einer Art Bringschuld sehen, die es abzuarbeiten gilt. Denn immerhin geht es um Tagungseinladungen, Stipendien, Recherchereisen oder die Bewilligung von Forschungsprojekten. Solche Journalisten und Wissenschaftler
nennt. Der frühere Ministerialdirektor in der US-Gesundheitsbehörde Michael Davis, Science for Sales Specialists, also Experten, die für Geld zu haben sind. Damit gemeint sind nicht direkte Zahlungen. Man glaubt, dass es besser für die eigene Karriere ist, sich als Legitimationsakquisiteur für amerikanische Interessen zu betätigen. Die Elemente antirussischer Propaganda im Speziellen. Große Presseunternehmen tragen hier eine wichtige Verantwortung. Statt die Ereignisse für die Leser angemessen in den Zusammenhang zu stellen, posaunen sie regierungsamtliche Narrative heraus. Was auch immer ihre Motive sind, die Mainstream-Medien setzen die Herrschaft der Propaganda durch, durch welche die Öffentlichkeit fehlinformiert wird. Es findet in Wirklichkeit sowohl in den USA als auch in Europa eine massive Zensur abweichender Standpunkte auf vielen Ebenen statt. Obwohl es kaum möglich ist, die schrecklichen Bilder des Krieges zu ertragen, will ich sagen, auch ich habe Opfer unter meinen Freunden auf ukrainischer Seite und auf russischer Seite. Ohne Ekel und Wut zu ertragen, ist es doch ein gefährlicher Irrtum, Affekten zu erliegen und sich an das dominierende westliche Narrativ zu klammern. Denn dieses Narrativ fördert die am stärksten militaristischen und russophoben europäischen Regierungschefs. Dieses Narrativ vernebelt die Sinne der Staatsbürger und führt nur zu Hurra-Patriotismus und Kriegshysterie. Bei Anne Morelli kann man nachlesen, wie diese Kriegshysterie gefördert wird. Durch Propaganda. Erstens, der Kreml ist an allem schuld. Er hat ja schließlich ein schwächeres Nachbarland überfallen. Wir wollen keinen Krieg. Zweitens, es handelt sich um einen unprovozierten Angriffskrieg. Der Gegner ist einzig und allein verantwortlich. Drittens, Putin ist ein Faschist, ein Schlechter. Der Feind hat die Fratze des Teufels. Viertens, in der Ukraine wird für westliche Werte gekämpft, für die Freiheit. Die wirklichen Interessen spielen gar keine Rolle. Fünftens, der Feind begeht absichtlich abscheuliche Kriegsverbrechen. Wenn unsere Leute Fehler machen, dann ist irgendwas dumm gelaufen. Sechstens, wir haben keine Verluste, aber der Feind hat enorme Verluste. Siebtens, wir kämpfen für eine gute Sache. Der Gegner muss verlieren lernen, wir sind ja moralisch im Recht. Achtens, auch Dichter und Denker unterstützen unsere Sache. Neuntens, der Feind setzt international geächtete Waffen ein. Uranmunition, Giftgas, biologische Waffen. Zehntens, da bin ich reingeraten. Wer unsere Propaganda in Frage stellt, ist ein Putin-Versteher, ein Lumpenpazifist, ein Unterwerfungspazifist, ein rechtsoffener Querfront-Agitator, die fünfte Kolonne Moskaus. Denn eins darf auf gar keinen Fall passieren, dass die Wahrheit über diesen Krieg, die Leichen, die Zahl der Toten, ich habe vorhin im persönlichen Gespräch gesagt, ein Infanterist berichtet aus Bachmut, dass die durchschnittliche Überlebenszeit eines ukrainischen Infanteristen bei 4 Stunden lag. Nur mal so einen kleinen Einblick zu geben, was da geschieht. Deswegen wird der Reporter vor Ort zur Zielscheibe, damit die Wahrheit des Krieges nicht in die Zeitung kommt. Ziel ist, seine Glaubwürdigkeit durch Denunziation und politische Säuberungsmaßnahmen zu untergraben. Denn auf gar keinen Fall darf es den Menschen ermöglicht werden, was die Propaganda unterläuft, die Realitätsprobe. Denn dann käme statt Kriegsbesoffenheit Ernüchterung. Zum Propagandanarrativ gehört es, wesentliche historische Fakten auszublenden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Erstens, die NATO-Osterweiterung bis an die russischen Grenzen trotz anderslautender Zusagen. Zweitens, der Putsch auf dem Maidan und die dafür verantwortlichen Drahtzieher um Victoria Nuland. Drittens, die Prahlerei des damaligen Vizepräsidenten Joe Biden darüber, wie er mit finanzieller Erpressung die ukrainische Regierung gezwungen hat, einen Staatsanwalt zu feuern, der eine Korruptionsaffäre um ein Energieunternehmen mit Präsidentensohn Hunter Biden im Vorstand ermittelt. Viertens, die Produktionsstätten für biologische Waffen in der Ukraine. Fünftens, das neonazistische Azov-Bataillon und ähnliche Organisationen.
Sechstens, die Selbstbereicherung und das geheime Auslandsvermögen von Präsident Zelensky. Siebtens, die Menschenrechtsverletzungen in der Ukraine. Achtens, Zelenskys Gesetze zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und zum Verbot von Parteien. Neuntens, die Repressalien gegen die russisch-orthodoxe Kirche. Zehntens, die endemische Korruption in der Ukraine. Und elftens, die Blockierung eines bereits unterschriftsreifen Friedensabkommens, das zwischen den Kriegsparteien im März in Istanbul ausgehandelt worden war, wofür es mindestens 6 hochrangige Quellen gibt. 5 davon waren am Verhandlungsprozess direkt beteiligt. Dazu sagt ein MDR-Redakteur, so ein Grünschnabel namens Martin Dietrich, das sei einfach nicht wahr. Was soll ich denn damit machen? Wesentliches Element dieser Propagandamaschinerie ist der pro-ukrainische Geschichtsrevisionismus. Er wird orchestriert von der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission, die vom Deutschen Akademischen Austauschdienst getragen wird und damit als staatlich finanziert gelten kann. Ihr gehören auch die schon erwähnten Frau Professor Vulpius von der Universität Münster und Frau Dr. Wendland vom Herder-Institut an. Letztere ist übrigens mit einem Ukrainer verheiratet. Beides haben die Pressekampagne gegen meinen Auftritt im Stadttheater Kamenz ausgelöst. Das Beschwerdeschreiben an den dortigen Oberbürgermeister Roland Danz und praktischerweise gleich an die Presse nennt 3 Kernelemente dieses Geschichtsrevisionismus. Erstens, auf dem Maidan gab es 2014 keinen Putsch. Zweitens, im Donbass gab es keinen Bürgerkrieg. Es gab einfach eine gewaltsame Injektion durch Russland mittels rechtsextremer Milizen und regulärer Armee ohne Hoheitsabzeichen. Drittens, es gibt gar keinen Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO. Alle 3 Behauptungen sind nachweislich falsch. Die Studie von Ivan Kachanowski von der Universität Ottawa in Kanada belegt eindeutig Obduktionsberichte, Zeugenbefragungen, die ganzen Ermittlungsunterlagen hat er gehabt. Wie auch der Beitrag von Stefan Stuchlik und anderen im ARD-Magazin Monitor 2014, damals ging das noch, dass die Schüsse auf dem Maidan vom rechten Sektor ausgingen. Untersuchungen von Sergei Gudelia und anderen zeigen, dass der Bürgerkrieg im Donbass nicht durch russisches Militär ausgelöst wurde, sondern die Furcht vor rechtsextremen und ultranationalistischen Milizen zur Bildung von Selbstverteidigungskomitees geführt hat, also eine Reaktion auf die Maidan-Schüsse war. Dass es beim Krieg in der Ukraine um einen Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der NATO handelt, belegen öffentliche Darstellungen von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg selbst. Vor dem EU-Parlament erklärte er am 7. September 2023, dass es beiden Seiten in der Ukraine um die NATO-Osterweiterung gehe. All dies wird durch den aktuellen Forschungsstand gestützt. Das betrifft auch die Tatsache des Stellvertreterkrieges. Der Geschichtsrevisionismus sorgt dafür, dass die Realität den Trugbildern der Propaganda weicht. Die Vorgeschichte des Krieges, die wirtschaftlichen und politischen Interessen, die Profiteure, die Korruption, das Leiden der Menschen im Krieg, all das verschwindet im Nebel der Lügen. Die Propaganda fällt auf den fruchtbaren Boden des identitären Denkens. Wir sind die Guten. Und bestärkt das irrationale Gefühl eigener Überlegenheit. Dies wiederum führt in die häufigste und tödlichste Selbstverblendung, die Unterschätzung des Gegners. Und genau das ist im Westen passiert. All diese genannten Propagandamärchen werden nicht im Wege der Recherche kritisch geprüft, sondern begierig aufgesaugt und verbreitet von ungebildeten, sensationslüsternen und karrieregeilen Jungredakteuren. Sie werden vorgeschickt von leitenden Redakteuren und Abteilungsleitern, die transatlantischen Organisationen und Pro-NATO-Kreisen verpflichtet sind und in der Deckung bleiben. Angesichts dessen beklagt Noam Chomsky den Zusammenbruch des demokratischen Debattenraums. Vielleicht sind Teile der intellektuellen Klasse so tief in das Propagandasystem abgetaucht, dass sie die Absurdität dessen, was sie da verbreiten, gar nicht mehr wahrnehmen können. Wie auch immer. Es ist eine drastische Erinnerung daran, dass die Arena des rationalen Diskurses genau dort kollabiert, wo Hoffnung bestehen sollte, dass sie verteidigt wird, in akademischen und journalistischen Kreisen.
sehen, ich habe meinen eigenen Vortrag ein bisschen gekürzt. Das Ganze müssen wir betrachten vor dem Hintergrund einer grundlegenden Veränderung der Produktionsverhältnisse. Vom Neoliberalismus zum digitalen Kapitalismus. Die Digitalisierung verändert die Medienlandschaft grundlegend, sowohl auf der Produzenten- als auch auf der Nutzerseite. Sowohl im Blick als Medien auf Wirtschaft, als auch im Blick auf Medien als Kulturgut. Und diese Veränderungen potenzieren Medienkampagnen und erleichtern die Arbeit der Propagandamedien. Dazu muss man verstehen, dass sich die Wertschöpfung radikal verändert. Im Zentrum stehen nun sogenannte proprietäre Märkte. Die Leitunternehmen sind Google, Apple, Facebook, Amazon. Übrigens allesamt Monopole. Klassische Monopolunternehmen agieren auf Märkten mit freiem Zugang. Aber diese Medien im digitalen Kapitalismus sind Märkte. Der Markt selbst wird privatisiert. Und das ist ein konstitutiver Unterschied zum Neoliberalismus, der im Zentrum neutrale Märkte stehen. Dominanten Märkte sind in Privatbesitz. Und der zentrale Rohstoff, das sind die Nutzerdaten. Über das Sammeln und Aggregieren von Daten läuft die Wertschöpfung. Und das wirkt sich wieder aus auf der Produzentenseite und auf der Konsumentenseite. Der Journalist denkt, er durchsucht mit Google. Aber eigentlich durchsucht Google ihn, weil Google zur gleichen Zeit ein Verhaltensprofil anlegt. Und das macht es möglich, eine prognostische Verhaltenslenkung zu inszenieren über die bereitgestellten Suchergebnisse. Er bekommt also immer mehr vom Immergleichen. Während der Journalist glaubt, er fände im Netz schier alles, werden ihm doch nur jene Ausschnitte der Welt präsentiert, die den Upload-Filter privater Auswahl durchlaufen haben. Das Ergebnis ist digitaler Realitätsverlust. Das Ganze, die Überflutung mit digitaler Information, führt zur Beschleunigung des Informationsflusses und bietet mehr vom Immergleichen. Das verkürzt die Aufmerksamkeitsspannen bei knappem Personal und führt zu Oberflächlichkeit. Statt recherchieren, dominieren, subjektivieren, skandalisieren, denunzieren. Aufklärung weicht dem Anheizen von Ressentiments als Geschäftsmodell. Womit, so sagt es der Philosoph Josef Vogel, das Ressentiment zu einem integralen Bestandteil kapitalistischer Affektökonomie geworden ist. Auf der Konsumentenseite ermöglicht das Internet und die sozialen Medien, Twitter, Facebook und so weiter, eine schnelle, unmittelbare Reaktion. Man liest Nachrichten auf dem Smartphone in der U-Bahn. Auch hier sinkt die Aufmerksamkeitsspanne. Das erleichtert es dem Affekt, sich vor die gründliche Durchdringung und Abwägung der Themen zu schieben. Vernunftgeleitete Reaktion und Verarbeitung treten hinter Schnelligkeit und Emotionalisierung zurück. Der Soziologe Wolf-Dieter Nahr spricht von einem grundlegenden Verhaltenswandel, der endet in einem Schwund der individuell gegebenen Reflexion und Verarbeitungsmechanismen. Reize und Erwartungen erzeugen Antworten, ohne dass der Einzelne zur eigenen Verarbeitung, zum Widerstand in der Lage wäre. Damit gehen die Kontrollkriterien und Informationen verloren. Nahr beschwört die Gefahr einer Gesellschaft bedingter Reflexe. Diese Prognose gewinnt im Übergang zum digitalen Kapitalismus besondere Bedeutung, denn in allen vom Neoliberalismus und umgegrabenen Gesellschaften herrscht massenhafte Wut. Sie richtet sich gegen die Mächtigen, die Lohnabhängige zunehmend durch Sozialkürzungen, Privatisierungen, Liberalisierungen und eine Verschiebung der Verantwortung für die Lebensrisiken vom Sozialstaat auf die Individuen unter Druck gebracht haben. Bleibt diese Wut im alltäglichen Daseinskampf lange verkapselt, so wird die Emotionalisierung der sozialen Medien zum Ventil für die Triebabfuhr. Und die Berichterstattung der Mainstream-Medien betreibt dieses Geschäft, unterschwellige Wut zu kanalisieren und zu lenken. Damit die Monetarisierung von Ressentiments überhaupt funktionieren kann, muss sie eine emotionale Nachfrage beim Publikum stimulieren.
orchestrierte Kampagnen der Presse greifen, weil sie andocken können an diese massenhafte Wut. Die einen profitieren durch Klickzahlen, die anderen durch Triebabfuhr. Logische Argumente, so, sind ohnmächtig gegen Affekte und Interessen. Selbst die scharfsichtigsten Menschen benehmen sich wie Schwachsinnige, wenn eine verlangte Einsicht einem Gefühlswiderstand begegnet. So ist ein Verwertungsmodell entstanden. Es ist nicht mehr informationsbasiert, sondern ressentimentgetrieben. Charakteristisch dafür ist die Entgleisung der Politikwissenschaftlerin Florence Gaub 2022 in der Talkshow Markus Lanz. Dort erklärte sie einem Millionenpublikum: Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, die einen anderen Bezug zu Gewalt haben, die eben einen anderen Bezug zu Tod haben. Da geht man einfach anders damit um, dass da Menschen sterben. Der Subtext dieser Formulierung lässt sich in drei Punkten zusammenfassen. Erstens, Russen sind keine Europäer. Das andere, Fremde, Bedrohliche, das wir fernhalten müssen. Zweitens, Russen sind im kulturellen Sinne minderwertig. Zivilisatorische Rücksichtnahmen sind bei ihnen fehl am Platz. Drittens, Russen sind gewaltsam und kriegerisch. Wir müssen gegen sie Gewalt anwenden und Kriege führen. All dies zeigt das menschenverachtende Gesicht des identitären Denkens. Hier kommt das nationalsozialistische Bild vom russischen Untermenschen zum Vorschein. Ähnliche Formulierungen finden sich übrigens in Hitlers Mein Kampf. Die Einlassungen von Florence Gaub lässt der Moderator unwidersprochen. Solche Sendungen sind übelste rassistische und russophobe Hetze und ein Verstoß gegen das Grundgesetz obendrein. Dort heißt es nämlich in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Im Kern geht es hier also darum, tiefsitzende Ressentiments zu mobilisieren und zu monetarisieren oder, kurz gesagt, Hasserzeugung als Geschäftsmodell. So wird nicht nur die Dämonisierung von Putin, sondern der antirussische Rassismus zu eben diesem Geschäftsmodell. Die Journalisten heizen mit ihren Lügen auf unmoralische und kriminelle Weise die Russophobie an. Jacques Both, der Militäranalyst, schreibt, es besteht kein Zweifel daran, dass unsere Journalisten wegen vorsätzlicher Aufstachelung zum Hass vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Anstatt Zurückhaltung zu üben, haben unsere Medien versucht, Öl ins Feuer zu gießen. Man könnte etwas sarkastisch sagen, die Sitzredakteure brauchen kein Handwerk mehr, sondern Killerinstinkt. Ergebnisse. Die Synkrisis des deutschen Journalismus mit der Propaganda der NATO ist bestürzend. Nicht nur im Blick auf die Primitivität der Indoktrination und ihre postfaktische Struktur, sondern mehr noch durch die blinde Unterwerfung unter ihren betont unduldsamen Ausschließlichkeitsanspruch. Aber dies zeigt nur das Maß der Selbstgleichschaltung, die von Talkshow-Moderatoren zu Intendanten, von Funkhausdirektoren zu Sitzredakteuren, von Auslandskorrespondenten zu Wald- und Wiesenreportern reicht. Beim Verzicht auf nüchterne Recherche und vernunftgeleiteten Verstand gleichermaßen unterscheiden sie sich lediglich in der Ausformung ihrer Aggressivität von anderen akademischen Kopflangern. Falsifikatorischen Killerinstinkt entwickeln sie lediglich bei der Ächtung von Dissens. Damit ist der deutsche Journalismus auf dem Niveau einer Propagandakompanie der Kriegstreiber angekommen. Dies zeigt sich vor allem im strategischen Framing. Damit ist gemeint, dass bestimmte Fakten und Bewertungen wiederholt andere unter den Teppich gekehrt werden. Ich nenne das Lügen durch Weglassen. Ich habe Dreisat und dem MDR 25-seitige Forschungsberichte geschickt, damit diese Leute einmal einen Begriff von den historischen Ursachen des Ukraine-Kriegs bekommen. Das hat die gar nicht interessiert. Der Fokus lag auf Skandalisierung. Einem solchen Harry Hirsch habe ich mit auf den Weg gegeben: Wenn Lügen kurze Beine haben, dann sollte der MDR-Redakteur Martin Dietrich Rollsplitt meiden. Er könnte sich die Genitalien verletzen. Gemeinsam ist diesen Journalistendarstellern, dass sie noch nie in einem Kriegsgebiet waren.
weder die Ukraine noch Russland aus eigener Betrachtung kennen, sich nie mit diesen Ländern beschäftigt haben und in vollendeter Untertanenmentalität das schreiben, was der Chef lesen möchte. Mit ihrem dummen Geplapper aus der Behaglichkeitszone fallen sie Reportern im Kriegsgebiet in den Rücken und setzen sie zusätzlichen Gefahren aus. Ich komme darauf zurück, denn die Richtkanoniere können Internet- und Mobilfunkverkehr jener anpeilen, die, unter Druck gekommen, sich telefonisch oder per E-Mail vor ihren Chefs rechtfertigen müssen. Das zeigt, in welchem Maß im heutigen Journalismus ethische Maßstäbe missachtet werden, wie weit sich die Berichterstattung von der Realitätsprobe vor Ort hin zum postfaktischen Skandalisieren verschoben hat und wie tief die Berichterstattung der Mainstream-Medien, auch der öffentlich-rechtlichen, in das Propagandasystem der NATO verstrickt ist. In der ganzen Welt sind die geostrategischen und wirtschaftlichen Kriegsgründe bekannt. Nur die Kinder des gehobenen Bürgertums in deutschen Redaktionen wollen sie nicht zur Kenntnis nehmen. Dieses Lügen durch Weglassen, das offensichtliche Primat der Propaganda, vertieft die Legitimationskrise sowohl der Konzern- als auch der öffentlich-rechtlichen Medien. Die allzu offensichtliche Einseitigkeit in der Berichterstattung führt dazu, dass sie Marktanteile verlieren. Viele Menschen wenden sich den alternativen Medien zu. Je mehr sie wirtschaftlich aber unter Druck geraten, desto aggressiver handeln die traditionellen Medien. Je stärker der Westen im Stellvertreterkrieg in der Ukraine militärisch unter Druck gerät, je mehr die Sanktionen gegen Russland Europa auf wirtschaftliche Talfahrt schicken, desto aggressiver reagieren die staatsnahen Propagandamedien. Nicht Russland, sondern der Westen hat sich durch den Krieg in der Ukraine weltweit isoliert. Und diese Nervosität der Politik schwappt über in den medialen Komplex. In der Folge erleben wir eine zunehmende Spaltung der Öffentlichkeit. Die deutsche Öffentlichkeit ist geprägt heute von Desinformation, eine der schlechtesten informierten Öffentlichkeiten der Welt. Denn dem zunehmenden Legitimationsverlust versuchen Staaten und supranationale Organisationen mit Zensur gegenzusteuern. Dabei greift man natürlich auf die repressiven Staatsorgane gerne zurück. Die Justiz wird instrumentalisiert, um den Propagandamedien in Gerichtsurteilen eine Lizenz zum Lügen zu erteilen. Zensur wird auch auf Konzerne übertragen und privatisiert. Dadurch werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Maßstab und stehen im Vorrang vor den Grundrechten. Wir erleben einen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Der öffentliche Raum wird in der Plattformökonomie privatisiert und damit demokratischer Regulierung entzogen. Diese Zerschlagung der demokratischen Öffentlichkeit geht der Zerschlagung der Demokratie voraus. Die Presse selbst ist in diesem Prozess nach innen das wichtigste Zensurorgan und nach außen der wichtigste Kriegstreiber geworden. Der postfaktische Journalismus, meine Damen und Herren, ist auch ein postdemokratischer Journalismus. Nachprüfbare Fakten spielen keine Rolle. Wir leben im postfaktischen Zeitalter. Kein Wunder also, dass sich die Politiker inzwischen ebenso verhalten. Und die Politik ist dafür anfällig, von Milliardären oder Machthabern gekapert zu werden, die die sozialen Medien manipulieren, um diverse Arten von Hass anzufachen und von den Folgen eines unregulierten Kapitalismus abzulenken. Die Medien verzichten auf die Kritik der Mächtigen und heizen die Zerschlagung der Demokratie damit an. Die Kapitalisierung von Ressentiment führt zu einer kontinuierlichen Hysterisierung der Öffentlichkeit. Sie mündet in Rassismus und Russophobie. Damit einher geht ein Rückfall der Aufklärung in Mythologie. Wir befinden uns in einem Zeitalter der Gegenaufklärung, der Infantilisierung und Moralisierung der öffentlichen Debatte. Das Zeitalter der medialen Massenverblödung, so Peter Scholl-Latour schon vor 10 Jahren, in dem Europa seine Zukunft verspielt, hat längst begonnen. Das Ressentiment wird zur Triebkraft der Öffentlichkeit im digitalen Kapitalismus. Und dies ist nicht nur das Ferment einer neuen Vorkriegszeit. Es ist die psychologische Vorbereitung neuer Kriege. Die Kriegstreiber in Politik, Medien, Akademien und Wirtschaft hetzen die Menschen in Deutschland immer tiefer in einen Krieg hinein, der leicht hätte verhindert werden können, wenn die NATO dies gewollt hätte. Die gesamte restliche Welt schüttelt den Kopf über die Parole vom unprovozierten Angriffskrieg, verachtet die NATO-Länder für diesen Krieg
und ihre antirussische Propaganda. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador resümiert scharfsinnig die Ukraine-Politik von NATO und Europäischer Union. Wir liefern die Waffen, ihr liefert die Leichen. Das ist unmoralisch. Der Krieg in der Ukraine endet im politischen, militärischen, moralischen, ökonomischen und medialen Bankrott Europas. Deshalb haben auch die russophoben Schreibtischkrieger in den Redaktionen Blut an ihren Händen. Sie sind mitverantwortlich für den Tod hunderttausender Menschen in der Ukraine. Was hat das alles mit dem Beschuss des Hotels in Donetsk zu tun? Unser einheimischer Führer telefoniert mit Artilleriebeobachtern und sagt, ihr wurdet angepeilt, ihr habt zu viel mit euren Anwälten telefoniert. Raus aus dem Netz und immer in Bewegung bleiben, das ist die erste Lehre im Kriegsgebiet. Denn die endphasengelenkten Granaten und Raketen treffen genau. Der Tod des Reporters ist der ultimative Sieg des postfaktischen Journalismus. Die Sitzredakteure der Propagandamedien rühren in der Kaffeetasse. Danke. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Barb, für diesen sehr eindringlichen Vortrag. Er war sehr interessant und er deckt sich eigentlich mit meinen Beobachtungen über die Verfassung der Bevölkerung in Angst. Angst ist ein bewährtes Mittel, um Menschenmassen zu leiten. Und was wir beobachtet haben, war eigentlich die Abwechslung der Corona-Krise durch die Ukraine-Krise. Mit Kriegsbeginn gab es kein Corona mehr. Und, und man muss dazu sagen, das, was jetzt als Planung abläuft, da läuft es mir etwas kalt den Rücken herunter, wenn wir davon reden, dass Deutschland eine Panzerbrigade aufstellen will und sie in die Ukraine schicken will. Das bedeutet, wir sind Kriegsteilnehmer. Und das sollte man sich doch sehr gut überlegen, was man hier tut. Aber ich will mich jetzt nicht da weiter ergehen. Ich möchte eigentlich die Runde freigeben für eine Diskussion, für Fragen. Und Sie beide. Kleinen Moment, das Mikro kommt. Ist es auch an? Ja. Mein Name ist Ernst Schnell. Ich habe eine Frage an Herrn Barb und eine an Herrn Miljutin. Herr Barb, Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass ein neuer NATO-Bereich sich kognitive Kriegsführung nennt. Das hat also unser Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, auch schon mal gut gehandhabt, indem er verlangt hat, wir müssten kriegstüchtig werden. Mal angenommen, nur so fantasiert, es gelingt ihm, unseren Geist kriegstüchtig zu machen. Und was passiert dann? Die russische Föderation greift uns gar nicht an. Wir sind aber kriegstüchtig. Was passiert dann mit dieser Kriegstüchtigkeit, möchte ich gerne wissen. Nicht, dass ich so alt wäre, aber das erinnert mich an den Geschichtsunterricht von 1932, 33 und so weiter. Ganz anderes Thema, eine Frage an Herrn Miljutin. Wenn wir mit unserer Außenministerin und mit unserem Bundeskanzler wahrscheinlich so schnell nicht dafür sorgen werden, dass die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Russischen Föderation besser werden. Haben Sie für uns als Freiberger Forum oder als deutsche Staatsbürger einen Tipp, was wir tun können, damit sich von unten her vielleicht die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland wieder verbessern? Vielen Dank. Vielleicht beginnen Sie und ich leite dann über zu Herrn. Da ich lange geredet habe, mache ich es kurz. Es ist ja doch schon auffällig, dass Persönlichkeiten in mehreren europäischen Staaten etwa gleichzeitig
davon gesprochen haben, wir müssen kriegsfähig werden, es droht ein Krieg mit Russland in den kommenden 5 oder 8 oder 10 Jahren. Und das wirkt so, als ob man das abgesprochen hat. Und das ist natürlich kognitive Kriegführung, die Bevölkerung in einen Zustand der Angst zu versetzen. Und in allen autoritären Systemen ist Angst das zentrale Bindeglied. Darum geht es. Es geht darum, durch die Erzeugung von Angst vorauseilenden Gehorsam zu erzwingen. Das ist der entscheidende Punkt. Und man kann ja das Riesenmanöver in Norwegen nun nicht gerade als vertrauensbildende Maßnahme sehen. Und ich betrachte die Dinge vor dem Hintergrund, dass im März 2022 und in der Folge gab es weitere Versuche, ein Friedensschluss, ein Waffenstillstand zumindest, in greifbare Nähe gerückt war, ich habe die internen Papiere gesehen, die russische Seite zugesagt hat, sich hinter die Linie des 24. Februar zurückzuziehen. Also Zelensky hätte sein Land bis auf die Krim wiederbekommen. Inzwischen geht man in Washington davon aus, auch da habe ich Quellen, da sagt man ganz offen, Zelensky wird sein Land nicht mehr bekommen, die Ukraine wird geteilt. Das haben wir jetzt davon. Was haben wir eigentlich? Wir machen die Bilanz auf, dass wir mehr als 500.000 Tote zu verzeichnen haben. Wir machen die Bilanz auf, dass dieses Land völlig zerstört ist. Und wir machen die Bilanz auf, dass die Amerikaner die Kosten des Wiederaufbaus auf die Europäische Union, insbesondere auf Deutschland, abwälzen werden. Und damit ist noch nicht besprochen, das menschliche Leid, das in der Ukraine ausgelöst wurde. Die ganzen Kriegsverstümmelten, die wir noch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kennen, auf beiden Seiten Deutschlands. Und die Traumatisierung. Und da hat die Ukraine nun, genauso wie die russische Seite, aber in der Ukraine noch etwas schlimmer, wirklich auch traumatische Erfahrungen im vergangenen Jahrhundert gemacht. Ich beschreibe das in meinem Buch. All das ist ein schreckliches Szenario und ich muss sagen, wir werden wirklich von unverantwortlichen Hasardeuren regieren. Vielen Dank. Herr Milutin, vielleicht haben Sie noch einen Tipp für uns. Ich sehe es ein bisschen dunkel, aber... Eine kleine Bemerkung zum Thema Covid verschwunden nach der Ukraine. Konflikt. Es gibt einen Witz bei uns, dass alle Spezialisten für Covid plötzlich zum Ukraine-Experten geworden. Es gibt einen Witz in Russland, dass alle Covid-Spezialisten wurden plötzlich zum Ukraine-Experten. Mediale Spezialisten vor allem. Und was der Tipp angeht, ich denke, es lässt sich wahrscheinlich mehr von der Regierung verlangen, mehr in eigenen Interessen zu handeln als in Interessen der USA. Die deutschen und breiter genommen europäischen Interessen sind nicht identisch mit amerikanischen, im Grunde genommen. Dankeschön. Mein Name ist Horst Julemann, Herr Botschaftsrat, eine Frage an Sie. Und zwar, es wird in der Regel alles totgeschwiegen, aber es gab mal einen sehr klugen US-amerikanischen Präsident am Ende des Ersten Weltkriegs, Woodrow Wilson. Und er hatte sich Gedanken gemacht, und es waren, glaube ich, 12 Vorschläge, wie die Siegermächte sich gegenüber den besiegten Völkern verhalten sollten. Und ein ganz wichtiger Punkt war, die Volksabstimmung oder auch Referenden genannt worden. Und das hat man ja sowohl auf der Krim, so ich weiß, als auch in den ostukrainischen Gebieten, vorwiegend russisch sprechend, gemacht. Donetsk, was war es noch? Na gut, also es waren insgesamt 4 Referenden, die durchgeführt wurden.
Und ich habe im Gedächtnis noch ein Foto, wo der Präsident der Russischen Föderation die neuen Präsidenten, die gewählt worden sind durch ihr Volk oder ihre Bevölkerung, die Hände übereinander legen und das heißt Einigkeit, ihr gehört zu Russland, seid uns willkommen. Aber über diese Referenden wird kein Wort hier informiert. Und die, meine ich doch, haben auch völkerrechtliche Bedeutung, auch wenn die deutsche Nichtregierung das nicht anerkennt. Danke. Würden Sie bitte eine Frage formulieren oder war es ein Statement, ein Kommentar? Meine Frage ist die, die durchgeführten Referenden sind doch völkerrechtlich verbindliche Referenden, Herr Botschaftsrat, oder sehen Sie das anders? Wir betrachten diese Referenden selbstverständlich als rechtliche Grundlage für Selbstständigkeit dieser Regionen. Und danach, sie haben entschieden, an die Russland anschließen. Hier entsteht kein Zweifel bei uns. Ja, ich bedanke mich für die Information und die hochinteressanten Fragen, die ja in vielerlei Hinsicht zum Nachdenken anregen. Ich würde gerne mal den Fokus für einen Moment von der Ukraine wegnehmen und auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil wir ja hier ein Forum sind und auch kritische Themen und Fragestellungen beleuchten. Es geht um Folgendes. In den letzten Jahren kam es öfters vor, dass es an der russisch-finnischen Grenze und an der weißrussisch-polnischen Grenze dazu kam, dass illegale Migranten offenbar gefördert, wird zumindest orakelt, durch staatliche Stellen versucht haben, Eintritt in die EU zu erlangen. Für mich als patriotischen Deutschen ist das natürlich eine fragwürdige Entwicklung. Unsere Regierung hat sich da positioniert und hat obwohl sonst immer an jedem Migranten eine Bereicherung ablegt, hat die diese Sachen als Bestandteil einer Art hybriden Kriegführung oder so verstanden. Und mich würde sehr interessieren, wie Sie diese Vorgänge, so wie Sie sich damals abgespielt haben, bewerten und einschätzen. Vielen Dank. Ich denke, es war nicht so ein großes Problem, wie wurde das dargestellt. Wenn Sie eine Zeitung finden, ich denke, das ist Welt oder FAZ. FAZ. Hier ist ein kleines Bild mit allen Routen. Von wo kommen die Migranten Richtung Europa? Wenn Sie diese Zahlen vergleichen, dann verstehen Sie, was ich meine. Von dieser östlichen Richtung aus Weißrussland über Polen im Moment kommen 5,6.000 Leute. Von anderen 380.000 im Jahr 2023. 380.000 und 5,6.000. Diese Maßstäbe sind absolut unvergleichbar. Und wenn plötzlich diese Behauptungen, dass irgendwelche staatliche Stellen unterstützen diesen Strom, das entspricht der Realität nicht, von Zahlen sogar. Und das ist auch eine Lüge, weil es passiert nicht. Die Leute kommen nach Russland und fließen weiter. Niemand hilft ihnen mit. Keine einzige staatliche Einrichtung hilft ihnen dabei. Das ist absolute Lüge. Und wie? Die Zahlen habe ich Ihnen genannt. Es konnte nie so geringe Zahlen sein bei irgendeiner staatlichen Unterstützung. Die Tatsachen sprechen für sich selbst.
Vielen Dank. Okay. Darf ich? Ja, guten Tag, mein Name ist Markus Fuchs. Ich habe auch zwei Fragen, eine an Herrn Bab und eine an Herrn Miljutin. Und zwar, Herr Bab, Sie haben ja nun sehr ausführlich darüber referiert, wie die Medien Zensur durchsetzt von innen, vor allen Dingen, und natürlich auch von außen sind. Nun gab es in den letzten Jahren, getrieben durch die Corona-Krise, mehrfach die Idee oder Vorschläge, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insbesondere, der ja von uns selbst, von den Menschen, von der Bevölkerung bezahlt wird, zu reformieren oder abzuschaffen. Halten Sie das, eine dieser Varianten, tatsächlich für eine mögliche Lösung, um der Zensur zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk entgegenzuwirken? Und wenn nicht, welche andere Alternative schlagen Sie vor? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage an Herrn Miljutin. Es gibt in Anbetracht der Feindseligkeiten von der deutschen Regierung gegenüber Russland generell Bestrebungen in Sachsen, ganz insbesondere getrieben durch die Freien Sachsen auch, hier eine Sonderrolle, eine Ausnahme für Sachsen zu erkämpfen, sprich, dass sich Sachsen vielleicht auch schon im Zuge der Landtagswahlen dieses Jahr hier aus dieser Kriegstreiberei der Bundesregierung ausklammert und eventuell zum Beispiel als eigenständiger, souveräner oder autarker Staat freundschaftliche Beziehungen mit Russland aufrechterhält. Für wie ernst nehmen Sie aus russischer Sicht solche Bestrebungen, für wie erfolgsversprechend halten Sie diese? Dankeschön. So, ja, Herr Barth, bitte. Beginnen Sie bitte. Herr Fuchs, ich gehöre selbst einer Gruppe an, die sich um eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bemüht. Wir haben natürlich kein Mandat. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die das aus freien Stücken tun, die sich Gedanken darüber machen. Die Bedingung wäre, dass die Gremien anders zusammengesetzt sind. Punkt 1, dass sie nicht von den sogenannten gesellschaftlich relevanten Kräften entsendet werden. Da hat nämlich die Politik ihren Einfluss, sondern die Gremien müssten gewählt werden in der Art der Sozialwahlen bei den Krankenkassen beispielsweise. Und zweitens genügen Redaktionsstatute offensichtlich nicht, um die innere Pressefreiheit zu festigen. Sie ist einfach nicht da. Es werden Ansagen von oben runter gemacht. Also die Selbstständigkeit der Redaktionen ist nicht gegeben. Ich war seit 1984 war ich Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Als Praktikant, als Volontär, dann freier Mitarbeiter, dann Redakteur. Und was eine Reform dieser Systeme betrifft, bin ich heute sehr skeptisch. Bin äußerst skeptisch. Ich habe in einem Artikel geschrieben, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur noch NATO-Propaganda macht, dann soll die NATO den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch bezahlen und nicht die Menschen. Und wissen Sie, eigentlich lache ich darüber morgens unter der Dusche, weil die Kolleginnen und Kollegen, die dieses Spielchen mitmachen aus Angst, die sägen an dem Ast, auf dem sie sitzen. Denn die Menschen wenden sich mit Grausen ab. Was soll denn ein Interview, in dem Zelensky die Bestellliste für neue Waffen vorliest? Was soll der Quatsch? Das kann man genauso gut auch lassen. Das ist Propaganda und sonst nichts. Und die Reportagen von Stefan Stuchlik in der Ukraine, ich habe davon berichtet, um die ist es ja still geworden. Als ob, wie auf Knopfdruck hat sich der ganze Laden gewandelt. Und das hat viel mit vorauseilendem Gehorsam zu tun. Eine Kollegin hat mir mal gesagt, weißt du, es war auch schon ein bisschen Alkohol im Spiel, ein Drittel von uns glaubt das, was wir senden. Ein Drittel von uns tut es aus lauter Angst. Und ein weiteres Drittel weiß, dass wir Märchen erzählen, macht es aber trotzdem. Und das sind die Führungskräfte. Und ich denke, so kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht weitermachen, wenn er sich nicht vollends delegitimieren will. Denn die Menschen wenden sich natürlich den Alternativmedien zu. Tischis Einblick, Nachdenkseiten,
Overton Magazin, Telepolis und wie sie alle heißen. Und das wird dazu führen, dass einfach die Leute sagen, dann hole ich mir mein Angebot im Internet, was soll denn der Quatsch? Und ab einem bestimmten Punkt kippt das. Und wird dazu führen, dass die Leute nicht mehr bereit sind, Gebühren zu bezahlen für Menschen, die 200.000 Euro im Jahr verdienen und dann mit Sprüchen aufwarten, wie Trecker fahren macht dumm. Wo ich denke, Herr Freund, hast du jemals auf einem Trecker gesessen? Weißt du überhaupt, wovon du redest? Nein, er will sich bei der Politik beliebt machen mit solchen Sprüchen. Und solange das möglich ist, ja, sind diese Vögel so abgehoben, dass nur massiver Druck von außen das System verändern. So. Also ich bin da nicht skeptisch, denn wir haben insgesamt weder sozialpolitisch, was den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrifft, also die Mediensituation, und vor allem, das ist der wichtigste Punkt, friedenspolitisch keine bürgerschaftliche Bewegung. Sie ist nicht da. 50.000 auf Ruf von Frau Wagenknecht vom Brandenburger Tor reichen nicht. Vielleicht noch zwei Nullen dran? Das Problem. Ehrlich gesagt, es ist mir schwierig einzuschätzen, diese Bewegung Freie Sachsen. Ich bin mit diesen Leuten nicht kennengelernt. Ich weiß, dass sie waren in Moskau, in unserem Parlament hatten sie Audienz, wenn ich mich nicht irre. Das ist sicher schon einen kleinen Zwischenerfolg, kann man sagen, ja. Ich kann sagen, dass solche Vereine oder Bewegungen widerspiegeln diese Tatsache, dass heutige Situation zwischen Russland und Deutschland ist eine künstlich geschaffene Situation, die entspricht den Interessen beider Völker nicht. Und diese Bewegungen, die streben an die normale Beziehungen, ist Beweis dazu. Gibt es weitere Fragen? Meinung? Oh, bitteschön, Dominik. Ja, ich habe eine ganz allgemeine Frage. Es gibt ja sehr viele globale Spannungen. Und was trennt jetzt den Westen von Russland? Also andersrum gefragt, was muss passieren, damit sich, oder was wünscht sich Russland vom Westen? Und was erwarten Sie vom, oder was denken Sie, was der Westen von Russland erwartet? Ich würde sagen, in erster Linie muss man Schluss machen mit sogenannter Eindämmungspolitik in allen Aspekten, wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich, Technologie und so weiter und so fort. Weil nach dem Ende des Kalten Krieges wir dachten, diese Gegenstellung ist vorbei. Wir haben keine ideologischen Differenzen, aber wir spürten immer diese Eindämmungspolitik. NATO-Ausdehnung ist auch eine der Art von Druck auf unser Land. Installierung von Abwehrraketen in Polen und Rumänien ist auch dasselbe. Das ist immer, unser Land ist immer auf Druck gesetzt. Es wird immer innenpolitisch kritisiert, eingemischt. Ich schweige gar um die Unterstützung von militärischen Untergrund bei Tschetschenkriegen, tschetschenischen Kriegen und so weiter. Es war eine direkte Unterstützung bewaffneten Banden, die von internationalen Terroristen geleitet wurden. Es war kein Problem für sogenannte unsere Partner. Ja?
Das ist die wichtigste Voraussetzung. Man muss die Denkweise total umstellen. Man muss nicht mehr so weiter agieren. Das bringt zu Respekt, zu mehr Toleranz, zu weniger Kritik. Können Sie einmal einfach erinnern, wann haben Sie zum letzten Mal etwas sogar Neutrales über Russland in deutschen Medien gelesen? Ich spreche gar nicht um etwas Positives, mindestens Neutrales. Reine Tatsache, ohne Interpretationen oder irgendeine eigene Beziehung dazu und so weiter und so fort. Ich bin seit 2012 in Deutschland oder mit Deutschland zu tun habe. Seit 2012 habe ich das nie gelesen und nie gesehen. Guten Abend, Damen und Herren. Eine kleine Frage für die Alexandra Molyatin. Ich habe ein paar russische Freunde und die haben große Sorgen über russische Ausweise. Wo kann man das machen? Weil die rufen dort an, Konsulat Leipzig ist zu, ne? Ja, wo kann man weiter das erreichen? Für alle Sachen, was die deutschen oder russische Bürger anbelangt, sind jetzt Bonn und Berlin. Und wenn es geht um die Visafrage für die Deutsche, es gibt auch Möglichkeit, elektronische Visa zu bekommen. Das kann man am Computer machen. Man braucht nirgendwo fahren, Formular ausfüllen, mit Kreditkarte bezahlen, in 4 Tagen ein Dokument bekommen zum Ausdruck. Sonst ist es so. Und zuletzte Frage noch. Und es ist sehr wichtig für unser Land, das ist die respektvolle Begehen mit Thema des Zweiten Weltkriegs oder Großen Vaterländischen Krieg. Diese historische Versöhnung ist nicht etwas, was darf man vergessen oder wegschmeißen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und zu diesem Thema auch, weil ich bin im Osten, muss ich sagen, dass ohne DDR mit allen Nachteilen oder Vorteilen dieser Stadt, dieses Staats, ohne diesen Staat gab es keine echte Versöhnung zwischen Russen und Deutschen. Nur dank dieser echt freundschaftlichen Beziehungen zwischen zwei Ländern gab es jetzt in der russischen Bevölkerung überhaupt kein negatives Verhältnis oder solche gegenüber Deutschen. Hier gibt es eine Nachfrage. Ja, Alexander, einen kleinen Moment. Wenn Ausweis abgelaufen, wie machen wir das weiter? Weil die haben Angst nach Russland fliegen oder fahren, weil die haben Angst zurückkommen, weil die polnische Grenze, die haben so richtig Freistoß zu uns, zum Weißrussland, zu Russen. So, also wie machen wir das weiter mit dem Ausweis? Das ist wirklich frech. Und was für einen Ausweis meinen Sie? Für die russische Pass oder was? Genau. Den russischen Pass können Sie bei uns in der Botschaft, im Konsulat, neu bekommen. Wenn das schon ausgelaufen, das dauert ein bisschen mehr, weil die Kollegen müssen prüfen, ob sie russische Staatsbürgerschaft besitzen noch. Aber sie brauchen nicht unbedingt nach Russland zu fliegen. Man muss einen Termin beantragen, zum Termin kommen, Papiere abgeben und einige Monate warten. Ich weiß nicht, wie lange dauert diese Prüfung vom Staatsbürgerschaft besitzt. Ohne diese Prozedur, das dauert
circa 3 Monate, weil wir nehmen die Papiere, schicken mit der diplomatischen Post nach Moskau, da wird alles gemacht und wird zurückgeschickt. Und das ist ein bisschen wegen Logistik dauert. So, da war noch eine Wortmeldung. Gleich zuerst. Die war schon länger hier. Ja, tut schon der Arm weh. Es war kürzlich der ukrainische Botschafter in Dresden und hat ein Gespräch mit unserem Wirtschaftsminister geführt, mit dem Herrn Dulich. Und da wurde er gefragt, was denken Sie, wenn Sie Herrn Kretschmers Vorschläge zu Friedensverhandlungen mit Russland hören? Und da uns ja im Vorfeld eine Einseitigkeit oder russische Propaganda hier zu verbreiten vorgeworfen wurde, möchte ich jetzt Ihnen die Möglichkeit geben, zu dieser Frage, die seitens des Ministers Dulich an den ukrainischen Botschafter gestellt wurde, genauso Stellung zu nehmen. Also, was denken Sie, wenn Sie Herrn Kretschmers Vorschläge zu Friedensverhandlungen mit Russland hören? Das wäre das eine. Zweite Frage auch an den Herrn Miljutin. Zur Souveränität Deutschlands. Ist Ihrer Meinung nach Deutschland souverän im Völkerrecht? Augenblick, Augenblick. Und eine Frage an Herrn Baab. Es wurde uns auch im Vorfeld vorgeworfen, dass Sie pro-russische Propaganda betreiben. Sie haben in Ihrem Buch darüber berichtet, dass es Massaker gegeben hat in der Ukraine, die auf dem englischen Geheimdienst MI6 zurückzuführen wären. Und Sie haben auch vorhin über diese Biolabore in der Ukraine gesprochen. Gibt es dafür Belege? In welcher Form sind da diese Behauptungen zu stützen? Vielen Dank. Ich beginne von der zweiten Frage. Ich denke, die deutsche Bevölkerung muss das einschätzen und ich denke, Einschätzung war eindeutig, man braucht nicht zu antworten. Ja. Zu Souveränitätsfrage meine ich. Was die Friedensverhandlungen angeht, wir wiederholen das fast jeden Tag. Wir sind bereit. Bitte kommen Sie und beginnen wir. Es ist viel besser als Kriegen auf jeden Fall. Es mindestens wird niemand getötet werden, werden keine Leute sterben. Es ist besser 10 Jahre scharfe Diskussionen haben, als einen Tag Kriegshandlungen führen. Die Frage hat ja mehrere Teile. Zunächst einmal ein Massaker in der Ukraine, das ist belegt, das ist da, das ist auch in Filmen dokumentiert von beispielsweise Wilhelm Domke Schulz über den Brandanschlag auf das Gewerkschaftshaus in Odessa am 2. Mai 2014. Ähnliche Vorfälle, da ging das Azov-Bataillon mit Panzern auf die Bevölkerung los, gab es am 15. Mai 2014 in Mariupol, das ist bis heute nicht vergessen, die Leute wissen das. Diese Vorfälle sind belegt, da gibt es viele Zeugen dafür, auch wenn das von behördlicher Seite nicht aufgearbeitet wurde. Aber weswegen ich in die Kritik gekommen bin, das sind meine Einlassungen zu dem Massaker in Bucha. Und wenn Sie sich mal das Material angucken und den Fortgang der Ereignisse detailliert untersuchen, auch das, was vorliegt an Satellitenaufnahmen, dann kann ich nur sagen, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Auch dass die Leichen sehr schnell kremiert worden sind, dass bei den Satellitenbildern in einem bestimmten Zeitfenster die Datenraten offensichtlich verlangsamt worden sind. Der Auftritt des Bürgermeisters, der in die Stadt zurückkehrt und sagt, wunderbar, ja, ist ja alles toll. Und
plötzlich liegen dann Leichen da und die Leichen haben eine Armbinde getragen. Das war die Armbinde, die diese Menschen getragen haben, zum Zeichen dafür, dass sie mit den russischen Truppen kooperieren werden. Und das wirft Fragen auf. Kann ich nur sagen, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass der MI6 da eingebunden gewesen ist, in einer Art Inszenierung. Da gibt es Hinweise drauf. Das kann man ja gar nicht mehr überprüfen, deswegen, weil die Leichen kremiert worden sind inzwischen. Es gab auch übrigens auf Betreiben der ukrainischen Seite gab es keine internationale Untersuchung. Alles andere ist Gerede. Ich halte das nur fest. Der nächste Punkt, Biolabore, auch da finden Sie Hinweise in meinem Buch. Erstens, ich habe mit Menschen gesprochen, die direkt neben einem solchen Biolabor gelebt haben. Sie haben die Existenz bestätigt. Zweitens, Victoria Nuland hat vor einem Ausschuss des Senats die Existenz dieser Labore auch bestätigt. Das ist, können Sie im Internet abrufen, das ist da. Und drittens, die Russische Föderation hat internationalen Organisationen entsprechende Dokumente vorgelegt und eine internationale Untersuchung gefordert, was der Westen abgelehnt hat. Das kann ich nur so festhalten. Und was den Vorwurf der prorussischen Propaganda betrifft, also ehrlich, die lieben Kollegen sind so blöd, um auf meine Website zu gucken. Da gucken Sie mal die Filme an, die ich über Russland gemacht habe. Ich habe Filme gemacht über illegale Öltransporte, übrigens auch Besuch bekommen vom Geheimdienst, hier vom FSB. Ich habe Filme gemacht über Passschmuggel in Russland. Ich habe Filme gemacht über russischen Neonazismus. Übrigens immer als einer der Ersten. Als der Erste, der das gemacht hat. Und ich stand da auch, ich sag mal, wir haben auch Dinge gemacht, da hätte man auch in Deutschland Probleme mit den Behörden bekommen. Das müssen diese Kollegen, die sowas behaupten, erstmal nachmachen. Das ist alles. Ja, vielen Dank. Es gibt ja alte Zitate, wann die Wahrheit zuerst stirbt, und eine davon ist der Krieg. Und wenn es keine Untersuchung zu solchen Massakern gibt, die wahrscheinlich immanent sind in solchen Kriegen, sollte man mit den Urteilen sehr, sehr zurückhaltend sein. Es gibt Beispiele auch aus dem Kosovo, wo an diese Toten, die dort drapiert worden sind, nachweislich drapiert worden sind, ganze Kriegshandlungen, ganze Monate weiterer Kriegführung geknüpft waren. Deshalb, ohne Untersuchung sollte man kein Urteil fällen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, mein Name ist Volker Haupt. Ich habe eine Frage an Herrn Bab. Der russische Präsident ist ja diese Woche von dem ehemaligen Fox News-Journalisten Tucker Carlson interviewt worden. Über 2 Stunden. Das Interview ist gestern ausgestrahlt worden. Und meine Frage ist, sehen Sie, dass das etwas zur Entspannung und eher Aufklärung beiträgt oder eher nicht? Ich in der Hoffnung, dass Sie das sicherlich auch irgendwie zur Kenntnis bekommen haben. Ja, Tucker Carlson hat das Interview geführt. Er ist im Vorfeld schon unter Druck geraten, wie ich auch. Ich habe bisher erst die ersten 30 Minuten des Interviews schauen können. Den Rest habe ich noch nicht gesehen, kann also kein abschließendes Urteil hier wagen. Ich denke, das zeigt zumindest, dass der geschlossene Kordon der Propaganda aufbricht. Denn Tucker Carlson setzt seinen guten Namen dafür ein. Und da muss man sehen, dass er ja von Fox News kommt. Und das ist eher ein Sender, der doch stark Donald Trump unterstützt hat im zurückliegenden Wahlkampf. Und ich gehe davon aus, dass sich in der Bevölkerung der Vereinigten Staaten eine Stimmung aufbaut, auch mit Unterstützung dieses Interviews, die darauf hindeutet, warum machen wir das hier überhaupt? Wir haben eine Menge Probleme. Also mein Freund Robert Huckabee wohnt in Bonita Springs in Florida. Da gab es vor 2 Jahren einen Tornado. Da stand kein Haus mehr. Und da sind bis heute noch die Schäden erkennbar. Und die Menschen fragen sich natürlich, ja, wir stellen hier Geld für die Ukraine bereit, um dort Krieg zu führen. Ja, und was ist hier? Und das sind die Leute, die Trump wählen werden. Die werden Trump wählen. Und deswegen finde ich, dass Tucker Carlson hier
einen wichtigen Schritt gemacht hat. Er ist hohe persönliche Risiken eingegangen, aber ist ein sehr guter konservativer Journalist und ich werde das Interview mit Interesse schauen morgen Mittag. Ja, vielen Dank. Bitte. Mein Name ist Arndt Spindler. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass Sie, Herr Botschaftsrat, in Ihrem Vortrag alles, was Sie gesagt haben, so gestaltet haben, dass es im Sinne einer Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen war. Darüber hinaus habe ich eine Frage, die greift etwas in die Geschichte zurück. Nach dem Sturz des Zarismus im Anschluss an die Februar- und Oktoberrevolution hat Lenin damals allen Völkern der Sowjetunion die Möglichkeit gegeben, wenn sie das für richtig hielten, aus der Sowjetunion auszusteigen und unabhängig zu werden. Das haben die Finnen benutzt, das haben die baltischen Völker benutzt, das hat Polen benutzt, das hat auch die Ukraine benutzt. Glauben Sie oder denken Sie, dass die heutige russische Regierung, dass Präsident Putin in einer solchen Situation genauso denken und handeln würde wie Lenin? Denke ich, werde ich nicht spekulieren zu diesem Thema, weil das ist zu hypothetische Frage. Und zum Frage über Interview, ich habe das nicht gesehen, ich habe den Text gelesen schnell. Ich empfehle das anzuschauen. Das lässt sich tun. Das ist eine sehr ausführliche und systematische Darstellung der russischen Position in allen Aspekten. Das lässt sich sicher lesen oder sehen. Ich glaube, Russland ist heute oder die Russische Föderation in der etwas komfortableren Situation als die Sowjetunion. Damals war in der Verfassung der Sowjetunion festgeschrieben, dass alle Unionsrepubliken das Recht haben, nach Volksbefragung und Volksentscheid aus dem Verbund der Sowjetunion auszuscheiden. Das ist in der Verfassung der Russischen Föderation so nicht vorgesehen. Insofern wird sich dieser Fall wahrscheinlich nicht wiederholen. Ja, bitte hier vorne. Ach, halt. Hallo. Hallo, hier ist Matthias Tschorsch. Ich habe auch mal eine Frage, die sich mir förmlich aufgedrängt hat. Herr Bahr, Sie sind ja sicherlich ein großer Vertreter der Pressefreiheit, aber trotzdem gab es heute für diese Veranstaltung hier, ich weiß auch nicht, ob ich die Frage lieber dem Moderator vom Freiburger Forum stelle, keine einzige Presseauditierung und da hätte ich gerne mal eine plausible Erklärung dafür. Das wäre das Erste. Und das Zweite muss ich tatsächlich nochmal nachfragen zu der MI6-Geschichte. Sie hatten ja diverse Indizien angesprochen, dass es eine Aktion war, die nicht so offiziell dargestellt wurde. Aber mich würde mal interessieren, wie Sie genau auf den MI6 gekommen sind. Besten Dank. Den zweiten Teil habe ich nicht verstanden. Zu sächsisch nehme ich an. Wie sind Sie genau auf den MI6 gekommen, anstatt das eher allgemein als ungeklärte Aktion zu definieren? Damit fange ich an. Das sind nicht Hinweise, die ich selbst recherchiert habe, sondern die Militäranalysten recherchiert haben. Und das ist eine ukrainische Stimme gewesen, die darauf hinweist. Die Quelle dafür ist Jacques Bot, der Schweizer Militäranalyst. In seinen Büchern können Sie das finden. Und was die Pressefreiheit betrifft, wissen Sie, ich bin sehr dafür, dass sich die Presse frei äußert. Sie kann sich dann frei äußern, wenn sie mich nicht vorher unter Druck bringt, nach dem Motto, finden Sie das gut, dass Ihr Universitätsmitarbeiter im Donbass recherchiert? Das finden Sie doch sicher schlecht.
Dann müssen Sie aber ganz schnell den kündigen. Und wenn die Presse auf diese Art vorgeht, dann läuft es darauf hinaus, andere Menschen aus dem Debattenraum wegzuschneiden, zu canceln. Und dann muss ich sagen, damit hier eine offene Debatte möglich ist, soll die Presse draußen bleiben. Ich weiß... Denn ich habe vorhin deutlich gemacht, wie die Kollegen arbeiten, in welchen Zwängen, auch selbstgesetzten Zwängen, sie sich bewegen. Ich mache das transparent und ich weiß, dass sie sich davon nicht frei machen werden. Und ich kenne die Artikel und ich weiß, hier geht die Presse nach dem Motto vor, Lügen durch Weglassen. Und diese Lügen würde ich mir gerne sparen. Ich weise sie Ihnen aber gerne nach. Ja. Ich bitte unseren Vorsitzenden um eine kurze Erläuterung. Darf ich es jetzt? Ja. Entschuldigung, bin ich so geübt. Ja, wir haben auf eine Presseakkreditierung verzichtet. Aus dem einen Grund, erstens ist es eine Veranstaltung von unserem Verein. Wir bestimmen, ob hier Presse zugelassen ist oder nicht. Wir müssen uns auch an Gepflogenheiten halten. Wir haben die Veranstaltung öffentlich bekannt gemacht. Es hätten Anmeldungen erfolgen können. Wir haben ein begrenztes Platzangebot hier im Saal. Und wenn ich mich zum Beispiel beim MDR zur Presseratssitzung anmelden will, und habe die Anmeldefrist nicht eingehalten, dann bleibe ich draußen. Das sind Gepflogenheiten, an die wir uns halten müssen, die uns übermittelt wird. Wenn also bei uns die Veranstaltung ausgebucht ist, dann bleibt die Presse draußen. Das sind Gepflogenheiten, die halt der Veranstalter dann bestimmt. Und wir haben uns dazu entschieden, die Presse eben heute draußen zu lassen. Der zweite Grund ist, dass wir im Vorfeld dieser Veranstaltung ja seitens des regionalen Blattes dieser freien Presse Anfeindungen ausgesetzt waren. Wir hatten uns mit Vorwürfen auseinandersetzen müssen, dass rechts, was das immer bedeutet, in diesem Verein schon aufgefallen ist, dass wir Rechtsradikale oder rechtsextreme Referenten hier gehabt hätten. Und es wurden uns sogar antisemitische Vorwürfe gemacht, die wir natürlich auf das Schärfste zurückweisen. Und aus diesem Grund ist es auch so, dass wir als Verein und als Veranstalter hier mit keiner neutralen, ausgewogenen Berichterstattung rechnen. Und um diesen vorzubeugen, haben wir uns entschlossen, die Presse draußen zu lassen. Danke. Bitte eine. Kurz an. Mein Name ist Silke Schöps, ich bin aus Dresden extra hierher gekommen, möchte mich natürlich für die schöne Veranstaltung, die vielen Anregungen bedanken. Meine Frage ist, Alice Weidel, die eine der Vorsitzenden der AfD, hat ja gefordert, dass es in Deutschland ein Referendum geben soll über einen Austritt aus der EU, also über den Dexit. Zweiten Schritt, meiner Meinung nach, dann müsste man auch über die NATO diskutieren. Ist das zwingend Voraussetzung, dass wir uns als Deutschland, als Bundesrepublik wieder auf Augenhöhe international mit Russland und mit anderen Ländern begeben können und uns letztlich dann auch durch diesen transatlantischen Einfluss dann auch von dem Einfluss befreien? Weil wir ja, Sie haben ja auch gesagt, und wir haben das hören, dass wir immer erleben, dass wir immer wieder, es ist alles irgendwo von Washington beeinflusst, ob nun unterschwellig oder offiziell, und letztlich knebelt uns das ja und schränkt uns letztlich auch in unserer normalen Entwicklung als normale Nation ein. Und dann habe ich noch eine zweite Frage. Es wurde ja gerade von der Regierung, von den
Medien mit ihrer Propaganda immer die Opposition damit bekämpft, dass man immer sagt, ja, die deutsche Geschichte und alles ganz schlimm, stimmt natürlich, Deutsche haben schlimme Verbrechen begangen, aber es wird jetzt letztlich instrumentalisiert, um uns letztlich immer wieder klein zu halten. Haben wir die Chance, uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zu einer ganz normalen Nation zu entwickeln, wie alle Länder auch, oder müssen wir halt bis in alle Ewigkeit damit leben, dass wir irgendwann mal schlimme Verbrechen begangen haben, was ich nicht leugne und was natürlich Fakt ist, woran man auch erinnern muss, aber es ist ja letztlich immer ein Sonderstatus und dieser Sonderstatus könnte ja natürlich auch dann für andere Länder mal in der Perspektive sehr gefährlich werden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wenn ich das vielleicht zusammenfassen darf. Sie wollen eigentlich von uns wissen, ob Deutschland in absehbarer Zeit ein unabhängiger von EU, von NATO, von anderen Verbänden unabhängiges Land wird, unabhängiger Staat. Das ist eine sehr hypothetische Frage. Möchte einer der beiden Herren sich darauf einlassen? Man muss natürlich immer sehen, wer möchte das und wer möchte das nicht. In wessen Interesse ist die Mitgliedschaft in der EU? In wessen Interesse ist die Mitgliedschaft in der NATO? Wo fließt das große Geld hin? Und wenn man sich die Fragen beantwortet, dann kann man sich eigentlich auch schon beantworten, in wessen Interesse ist das? Und dann müsste die zweite Frage kommen, was müssten wir dagegen oder dafür tun? Und da fängt es schon an, schwierig zu werden. Zur Frage EU-Mitgliedschaft, NATO-Mitgliedschaft, Souveränität. Ich denke, eine vernünftige Politik kann man auch im Rahmen von EU führen. Das hängt nicht davon ab, sind sie da drinnen oder draußen. Man kann draußen bleiben, wie zum Beispiel Serbien, aber auch in einem so Umfeld, der hat immer Druck und Zwang, ja, ausgeübt. Wie agiert man im Rahmen von internationalen Organisationen, hängt im Wesentlichen auch vom, kann man sagen, Mut der Politiker ab. Man kann auch im EU eine Politik betreiben im eigenen Interesse. Ja, es gibt Vetorechte, so viel ich weiß, zu mehreren Fragen. Ja, und wenn das stimmt nicht mit der Interessen, man soll das nicht tun. Ja, das ist nur die Frage, warum machen die Politiker das nicht? Dass zum Beispiel Großbritannien ist draußen. Ja. Ich würde nicht behaupten, dass sie ist freier in Bezug USA, Großbritannien als Deutschland USA. Ja, war das ausreichend? Okay, gibt es weitere Fragen? Da hinten ist ja noch eine Frage. Achso, ja. Zwei Fragen. Mein Name ist Gerd Wolf. Ich hätte eine Frage an den Botschaftsrat. Der Krieg ist ja nun ziemlich festgefahren. Seit einem Jahr gibt es kaum Geländegewinne auf der einen oder auf der anderen Seite. Was ist jetzt konkret das Kriegsziel oder wie kann Frieden erreicht werden von russischer Seite? Was ist das Kriegsziel von russischer Seite, dass es hier ein Kriegsende gibt? Das wäre meine Frage. Oder will Russland die gesamte Ukraine einnehmen? Oder sagen Sie, es reicht uns jetzt, so wie es jetzt ist, so können wir uns zufrieden geben? Das wäre die Frage von mir. Der Ziel ist vom Anfang bekannt und ist nicht geändert. Mit dieser Sondermilitäroperation versuchen wir zwei existenzielle Probleme zu lösen. Erstens mit militärtechnischen Mitteln Ukraine zu neutralen Status zu zwingen,
und so eine Situation schaffen, damit keine Bedrohungen gegenüber Russland von diesem vom Territorium Ukraine ausgingen. Und das bedeutet auch keine ausländischen Militärbasen oder Infrastruktur in der Ukraine zu dulden. Ja. Zweite existenzielle Problem hat zu tun mit Russen und russisch sprechender Bevölkerung in der Ukraine. Man muss die Sicherheit für eigene Identität, für diese Leute, für kulturelle Identität garantiert werden. Bis diese zwei und das bedeutet oder beinhaltet auch die Einfluss von ultranationalistischen oder narzisstischen politischen Kräften auf die Politik, auf die innere Politik in Ukraine zu beenden. Bis diese Ziele werden nicht erreicht, ist dieser Konflikt nicht erledigt. Und es geht nicht um die Ukraine-Eroberung, auf keinen Fall. Eigentlich diese spezielle Operation schon im März 2022 zu Ende war, als diese Vereinbarung in Istanbul wurde paraffiert von beiden Seiten, aber unter dem Druck von europäischen Ländern hat die Ukraine entschieden, von diesen Verabredungen verzichten. Es wurde Waffen versprochen. Es gab Illusionen, dass Russland kann militärisch besiegen, schnell besiegen. Und seitdem haben wir diese Eskalation und seitdem kann man sprechen über diesen sogenannten Stellvertreterkrieg NATO gegenüber Russlands. Das ist schon keine spezielle Militäroperation in Ausgangssinne. Ja. Und zu damaligen Zeitpunkt, ja, März 2022, gab es keine Rede, dass die Territorien am Osten Ukraine werden an Russland gehen. In dieser Vereinbarung war Referenden abgestimmt. Und je früher beginnen die friedlichen Verhandlungen, je früher wird eine Sicherheitssituation für östliche Gebiete Ukraine geschaffen werden, desto schneller diese Vermutungen oder wie kann man das sagen, dass, oder diese Spekulationen, dass Russland hat aus einem imperialistischen Geist Ukraine erobern, werden diese ganze Spekulationen weg. Bitte schön, nur eine Frage. Mein Name ist Hartmut Kern. Eine Frage an Herrn Miljutin. Können Sie etwas sagen zu dem Stand der russischen Ermittlungen, Sprengung Nord Stream 2? Vermutlich sind viele Deutsche doch zur Überzeugung gekommen, dass nicht die Olsen-Bande dafür zuständig war. Zu dieser Sprengung gerade heute, ja,
unser Präsident geantwortet, dass er meint, das haben CIA gemacht. Auf die Frage von Herrn Tucker, warum, er hat gesagt, bei allen solchen Delikten muss man erstens überlegen, wer davon profitiert und zweitens, wer das kann tun. Es gibt nicht viele Organisationen in dieser Welt, die können sowas machen. Ja. Ich vertraue in dieser Frage unserem Präsidenten. Ja, zumal der Präsident Biden unserem Bundeskanzler auf die Schulter geklopft hat, hat gesagt, wir schalten Nord Stream 2 ab. Wir schaffen das, wir können das. Und ja, was soll man weiter dazu sagen? Genau. Gibt es weitere Fragen? Meinungen? Ah, bitteschön. Ja, mein Name ist Jens Uhlemann und ich habe eher mehr, oder ich möchte gerne mit einem Irrtum aufräumen, den vorhin der Herr Botschaftsrat geäußert hat. Also, ich bin nicht der Meinung, dass die heutige Partnerschaft oder der Partnerschaftswille im Osten mit Russland aus der Zeit der Verbindung DDR-Sowjetunion herrührt. Denn wir, also wenn ich für mich spreche, wir haben die damaligen, wir haben auch gesagt Russen, eher als Besatzungsmacht empfunden. Und aus dieser Zeit haben wir nämlich mit unserer Unfreiheit, mit der Unfreiheit der Presse gelernt, oder beziehungsweise Erfahrungen gesammelt, die heute wieder auftauchen. Und daher rührt eigentlich der Punkt, dass wir eher sehen, wir wollen eine gleichmäßige, ordentliche Partnerschaft mit Russland, aber auf keinen Fall rührt das aus der Zeit der DDR her. Gut, vielen Dank. Das gibt sicherlich ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Jeder hat unterschiedliche Erlebnisse aus der Zeit der DDR in Bezug auf Russen, andere Leute. Noch eine Frage? Ja, mein Name ist Thomas Erdmann. Ja, es war eigentlich keine Frage jetzt, sondern das ist eigentlich vom Herrn Botschaftsrat beantwortet schon, weil vor uns kam die Frage, ob das mit der Ukraine so ist, wie Lenin das mal angedacht hat. Das hat einfach heute der Wladimir Putin im Interview gesagt. Also wer das mal anguckt, diese zwei Stunden, es lohnt sich wirklich. Und dort hat er auch gesagt, so wie er, dass die Ukraine gar nicht Bestandteil war des russischen Strebens, sondern die alle Territorien zurückgegeben werden, laut Stand Istanbul. Ne? Also das war die Frage zur Ukraine. Dankeschön. Und nochmal vielen Dank für den Respekt, für die Frage nach der Souveränität Deutschlands. Das hätte man ja auch anders beantworten können, aber recht vielen Dank auch beiden Rednern. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Meinungen? Wenn nicht, würde ich auch aufgrund der fortgeschrittenen Stunde mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für rege Teilnahme. Ich möchte unseren beiden Gästen, unseren beiden Rednern ganz herzlich danken für ihre Worte, für ihre Einführung, für die Hinweise auf russische Politik, Hinweise auf unsere Medienlandschaft. Und ich möchte Sie vielleicht mit einem etwas, nur mit meinen persönlichen Worten nach Hause schicken. Ich gehöre einer Generation an, deren Väter und Mütter uns in den 50er Jahren großgezogen haben, vor allen Dingen die Mütter, mit der Maßgabe, dass nie wieder Krieg auftreten darf in Europa. Und ich möchte Sie deshalb bitten, wenn Sie jetzt rausgehen oder auch in naher Zukunft und treffen auf solche Jungen und Mädchen, die hier blau-gelb gekleidet durch die Gegend ziehen, erklären Sie ihnen die Situation, erklären Sie ihnen auch die Geschichte. Ich glaube, die haben das nie gehört. Die haben das einfach vergessen oder sind anders beeinflusst. Wir müssen in Deutschland versuchen, einen Krieg zu verhindern. Wir müssen all denen, die einen Krieg vorbereiten, in den Arm fallen und sie daran hindern, dass sie das weiterführen. Und in diesem Sinne...
wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg und bedanke mich nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.